Und damit freue ich mich sehr, dass wir zu dieser Podiumsdiskussion kommen, zum Thema Digitalisierung, Steuern, was nicht zu steuern ist. Normalerweise muss ich mir immer bei einer Podiumsrunde überlegen, wo ich sitze. Das muss ich mir heute nicht überlegen. Es gab nur einen einzigen Platz, wo ich einigermaßen gucken kann. Also wenn ich immer den Hals ein wenig schräg halte, meine Halswirbelsäule geht es wieder der Gesellschaft. Sie rückt ein wenig nach rechts, aber ich habe die Hoffnung, dass sie auch wieder in die Mitte kommt. Schauen wir mal, ob das so hinhaut. Gut, wir haben ein Podium zum Thema Recht und Politik, Steuern, was nicht zu steuern ist, aber eben sprechen über digitale Wirtschaft, über digitale Kommunikation, über Digitalisierung der Gesellschaft natürlich. Und jetzt werden Sie sich zu Recht fragen, jetzt reden die über etwas und die haben keinen Politiker dabei. Wir hätten jemanden dabei gehabt. Bitte? Halleluja, Sir. Also Politik und politikerfeindliche Statements werden in diesem Auditorium mit sofortigem mindestens 5 Euro Straftrinkgeld belohnt. Wir hätten einen sehr kompetenten Politiker da gehabt, den Vorsitzenden des Unterausschusses für Digitalisierung. Der ist aber leider kurzfristig erkrankt und dann war es sinnfrei, da noch nach einem würdigen Ersatz zu schauen. Also das war von uns anders geplant. Ich bitte um Verständnis. Ganz kurz zur Vorgehensweise, ich erlaube mir ein paar wenige kurze inhaltliche Bemerkungen. Dann stelle ich Ihnen die Podiumsteilnehmerinnen und den Podiumsteilnehmer vor. Wir hören dann jeweils circa 5 Minuten Statement, Eingangsstatement aus dem jeweiligen eigenen Tätigkeitsbereich oder dem, was die jeweilige, auch in dem Fall Wissenschaftlerin, dann umtreibt. Und dann kommen wir zu unserem Podiumsgespräch, zunächst hier durchaus auch auf dem Podium und dann natürlich vor allem mit Ihnen. Der Vortrag von Frau Professor Maaßen war im Grunde so eine Steilvorlage natürlich auch für uns, für dieses Podiumsgespräch jetzt. Diese Frage, die Frau Maaßen zum Beispiel ja aufgeworfen hat, wie bekommt man die Gesellschaft diesen Gesellschaft-Update-Modus auch in die Politik und in das Recht hinein? Wie gelingt das, diese ständigen Anpassungsprozesse unter anderem und vor allem erforderlich wegen der Digitalisierung, die durchaus auch in diese Frage nach wie viel Steuerung ist erforderlich, welche Steuerung bedarf es. Also diese Frage beschäftigt uns sicherlich hier auch. Und Sie wissen natürlich alle und wir beobachten das, aber als Politikwissenschaftlerin erlaube ich mir noch mal den expliziten Hinweis, dass natürlich die Politik die Politikerinnen und die Politiker per se und eigentlich fast schon strukturgemachte Strukturprobleme haben mit dem Umgang mit dem Thema Digitalisierung. Frau Maaßen hat darauf hingewiesen, wir handeln alle unter Unsicherheit und durchaus auch in Unwissenheit gelegentlich, gerade weil sich die Technologien so schnell verändern und damit auch gesellschaftliche Zusammenhänge so schnell verändern. Und gleichzeitig erwarten wir ja von unseren politischen Repräsentanten, dass die den Vorausblick haben. Und wir alle wissen, sie haben diesen Vorausblick nicht, selbst wenn man das im Grunde ja auch in die Parlamente hineinprojiziert, von dem Frau Maaßen ebenfalls gesprochen hat, dass ja nicht jeder alles können muss, sondern dass es ja genügt, gewisse Inselkompetenzen zu haben, die sich dann sinnvoll ergänzen. Aber nichtsdestotrotz, wir beobachten natürlich, dass gerade unter Politikerinnen und Politikern das erforderliche informationstechnische Verständnis wahrscheinlich eher rudimentär ausgeprägt ist. Politiker sind auch in dieser Hinsicht ein Spiegelbild durchaus der Gesellschaft, vielleicht mehr, als sie es in anderen Bereichen sind. Wobei, wie gesagt, der von uns ursprünglich eingeladene Politiker, der hätte da deutlich mehr mitgebracht, hat nicht geklappt. Gleichzeitig haben wir noch ein anderes Problem. Wir haben nicht nur das Informationsproblem in der Politik, wir haben auch diese zeitliche Dimension. Also wenn Herr Kremers heute Morgen einerseits Rückblicke, Gegenwartsdarstellungen gebracht hat, aber natürlich auch ein bisschen in die Zukunft geblickt hat und wir davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz zwar etwas ist, worüber wir heute natürlich schon sprechen und weil es schlicht und ergreifend entwickelt ist und schon vorhanden ist, dass das aber vieles ja auch erst in Jahrzehnten virulent werden wird.
Und wir alle wissen, dass Politik natürlich häufig beklagt, nur im Vier- oder Fünfjahresmodus handelt und denkt, dann wird das natürlich ein zunehmendes und ein weiteres Problem. Und dann haben wir noch das Problem, das ebenfalls kurz schon angesprochen worden ist, die Reichweite der Politik und die Reichweite von Daten oder von digitaler Kommunikation oder von digital basierten Wirtschaften, das passt nicht zusammen. Und dass Reichweiten von Politik nicht immer mit den Problemen übereinstimmen, das wissen wir natürlich aus der Migrationspolitik, das wissen wir natürlich aus der Umweltpolitik, aber wir kriegen so richtig massiv vorgeführt, auch als Verbraucher, gerade als Verbraucher, gerade als wirtschaftlich Tätige, dass das natürlich in allen Bereichen der Digitalisierung noch viel, viel massiver der Fall ist. Und all das stellt die Gesellschaft vor Herausforderungen natürlich und es stellt die Politik vor Herausforderungen. Meine Sorge ist ehrlich gesagt immer, dass die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit vielem, wie Digitalisierung gesteuert wird oder vielleicht auch zu wenig gesteuert wird in Wahrnehmung von manchen oder auch zu viel gesteuert wird, darüber sprechen wir ja, aber dass die Unzufriedenheit vielleicht auch insgesamt mit dem, was Digitalisierung alles verändert, dass sich diese Unzufriedenheit womöglich nicht gegen die Unternehmen richtet, sondern sich gegen die Politik richtet. Und das empfände ich jetzt als Politikwissenschaftlerin, als jemand, die im Bereich der politischen Bildung arbeitet, als eine extrem große Herausforderung, weil da wissen wir so wenig, wie wir damit umgehen sollen. Wir werden heute keine letzten Klärungen finden, aber wir wollen zumindest unterschiedliche Perspektiven aufwerfen. Wir hatten gestern ja während der gesamten Tagung, die ich im Livestream verfolgt habe und auch von dieser Stelle aus meinen ganz, ganz herzlichen Dank einen ganz hervorragend funktionierenden Livestream. Ich habe schon gehört, das hat die eine oder andere innovative und kreative Lösung vonnoten gemacht, aber als Betrachterin dieses Livestreams gestern war ich also extrem beeindruckt und bedanke mich ganz herzlich bei den Herren für diesen Einsatz und bin beeindruckt. Und Sie hatten gestern hier, und ich habe es mitverfolgt und viele andere auch, gestern war ja ganz viel das Thema Geschäftsmodelle, wirtschaftliche Aspekte zur Sprache gekommen und wir greifen diesen Aspekt heute nochmal auf und wir tun das und damit stelle ich Ihnen jetzt auch die Podiumsrunde vor und ich fange an mit Frau Katharina van Delden. Frau van Delden ist, ja, ich würde es jetzt mal als auf die Kurzformel zu bringen, sie ist Gründerin und in dieser Eigenschaft jetzt hier bei uns eingeladen. Sie ist Start-up-Gründerin und sie wird nachher selbst ganz kurz etwas darüber erzählen, in welchem Bereich sie jetzt ihr Unternehmen, dieses Start-up-Unternehmen tätig ist. Sie hat ursprünglich Business Administration in München an der TU studiert, war dann in USA, in Berkeley aktiv und hat dort ein Executive MBA absolviert, war dann in München bei mehreren Firmen tätig und hat sich dann relativ schnell in diesem Bereich selbst engagiert. Wie gesagt, sie wird nachher noch mehr dazu sagen. Sie wird uns nachher auch, darum habe ich extra gebeten, sie ist Präsidiumsmitglied des IT-Branchenverbandes Bitkom und ich habe Frau van Delden gebeten, nachher auch ganz kurz darüber etwas zu sagen, weil Bitkom, ich bin sicher, alle kennen den Namen dieses Verbandes, aber ich habe gesagt, mich würde auch oder uns wird sicherlich auch interessieren, wie verbringt sich eigentlich ein Verband in diesem Bereich ein und was sind eigentlich die Intentionen von Bitkom, also auch darüber werden wir heute sprechen. Ich darf Ihnen dann vorstellen Herrn Götz Hamann. Herr Hamann ist Wirtschaftsjournalist und er ist verantwortlich für Print- und Online-Projekte bei Die Zeit und bei Zeit Online. Er hat in Münster Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und auch Wirtschaftspolitik studiert, war dann bei der Financial Times und wechselte dann ins Wirtschaftsressort von Die Zeit und ist dort stellvertretender Ressortleiter im Wirtschaftsressort von der Zeit, das seit 2008 und seit 2015 ist er auch für Print-Online-Projekte verantwortlich. Er ist unter anderem Berater des Bucerius Lab der Zeitstiftung. Da habe ich mir ein Fragezeichen dahinter gemacht. Es würde mich natürlich schon interessieren, was Sie da tun. Und wenn ich mir so Ihre, einerseits die Thesen und andererseits natürlich Ihre Veröffentlichungen anschaue,
dann gehe ich mal davon aus, dass durchaus auch gewisse kritische Blicke auf Begleiterscheinungen der Digitalisierung von Ihnen zu hören sein werden. Auch darauf sind wir sehr gespannt. Und ich begrüße Frau Professor Dr. Lisa Herzog. Die Frau Maaßen, das hat vorher Herr Kellermann gesagt, so immer diese Netzwerke, das ist so schön, wenn man dann doch sich so verschiedene Verbindungen ergeben. Die Frau Maaßen kenne ich unter anderem vom Wissenschaftsrat, das hat Herr Kellermann vorher schon gesagt. Frau Herzog und ich kennen uns über die Hochschule für Politik in München. Diejenigen, die in Bayern oder in München sind, wissen, die Hochschule für Politik war, ich darf es mal so sagen, beleidige ich damit nicht, früher mal so eine bisschen verschnarchte Einrichtung an der LMU, die diesen Verschnarcherstatus dann gewechselt hat und aus diesem heraus gezwungen wurde, und dann hat man so recht keine Heimat gefunden, und dann tat sich eine Heimat auf. Den Herrn, der diese Heimat gegeben hat, haben Sie heute Morgen in dem Film von Professor Kremers gesehen, da war er einerseits lebensgroß und andererseits so groß. Professor Herrmann hat diese Gunst der Stunde erkannt und hat erkannt, dass das, was die Frau Maaßen im Bereich Soziologie, Bereich Gesellschaft und TUM macht, dass man das ja auch noch auf andere Bereiche ausweiten kann. Und er hat diese Hochschule für Politik an die Technische Universität München geholt und damit eben auch Frau Kollegin Herzog an die TUM, an die Hochschule für Politik, die dort eine selbstständige Einrichtung ist, geholt. Frau Herzog ist Inhaberin der Professur für politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik. Sie ist jetzt zuletzt gewesen für ein Jahr lang am Wissenschaftskolleg zu Berlin, kommt jetzt dann aber wieder an die Hochschule für Politik zurück. Sie war zuvor in Frankfurt an der Goethe-Universität und am Institut für Sozialforschung ist die deutsche Übersetzung, oder? Das ist das Institut für Sozialforschung. Ja, genau, also ich habe jetzt gerade, weil ich Social Research, also das ist das frühere, wir haben es auch vom Wissenschaftsrat begangen. Ich bin im Hörsaal dieser Institution gesessen und wir hatten eine Evaluation durch den Wissenschaftsrat. Genau, also dort war Frau Herzog, da ist mir zum ersten Mal der Name Herzog begegnet. Sie hat unter anderem in Oxford studiert, dort auch ihren PhD absolviert und war unter anderem dann auch Professorin in Gastwissenschaftlerin in Leuven. Und wir beide, das erlaube ich mir noch diesen Hinweis, weil das auch etwas Interessantes ist, was es dann in München durch diese verschiedenen oder in Bayern durch diese verschiedenen Netzwerke gibt. In München wurde vor drei Jahren das Munich Center for Internet Research gegründet, eine Kooperation zwischen Technischer Universität, LMU, verschiedenen anderen, die mit dabei angedockt waren. Ich bin mit dabei bei diesem Munich Center for Internet Research. Wir waren so hoffnungsfroh und wollten eigentlich die Ausschreibung gewinnen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für das Deutsche Internetinstitut. Das ist uns trotz unserer vorzüglichen Arbeit, Frau Herzog, trotz Ihrer vorzüglichen Arbeit ist uns das leider nicht gelungen. Das Institut ging leider nach Berlin. Wir schieben das natürlich auf übelste Machwerke und sonstige Machenschaften zurück. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass der Einwurf käme. Also es ist nicht nur Berlin, aber es ist halt der ganze Berliner Klüngel mit dabei, erlaube ich mir aus Sicht des Münchner Klüngels zu sagen. Es hat nicht geklappt, aber wir hoffen auf die bayerische Lösung noch. Und jetzt höre ich auf mit dem vielen. Aber es ist ja schön, wenn sich so verschiedene Netzwerke ergeben, weil man einfach immer merkt, allein kann man überhaupt nichts ausrichten und es ist wichtig, dass man doch gemeinsam von dann geht und was versucht voranzubringen. Digitalisierung, Steuern, was nicht zu steuern ist. Wir haben den Blick der Wirtschaft, wir haben den Blick der Start-up-Gründerin, wir haben den Blick aus den Medien, und zwar aus den klassischen Medien. Ein Kollege hat zu mir neulich gesagt, wenn alle mal aufhören würden, von sozialen Medien zu sprechen und alle lernen würden, dass diese sogenannten sozialen Medien, so ziemlich alle sind nur keine Medien, und alle sie darauf reduzieren würden, was sie nämlich wirklich sind, irgendwelche zunächst mal reine Netzwerke, aber eben keine Medien. Da meinte der Kollege, ein Kommunikationswissenschaftler, sei schon mal viel gewonnen. Also ich gebe das jetzt einfach nur so weiter. Also auf jeden Fall lernen wir, wissen wir und werden heute noch davon hören, dass die digitale Transformation natürlich die klassischen Medien ganz massiv beeinflusst, sowohl wirtschaftlich als auch in ihren Veröffentlichungsformen. Und
Wir haben dann den philosophischen, den politikphilosophischen Blick auf das, was zu tun ist, was zu steuern ist, im Anschluss dran. Wir machen ganz kurze Eingangsstatements und ich freue mich, zunächst mal begrüße ich Sie alle drei ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich jeweils die Zeit nehmen. Und jetzt übergebe ich das Wort an Sie, Frau van Delden. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einleitung. Ich möchte Sie ganz gerne mit in eine unserer Familiensagen einweihen, bevor ich tatsächlich Ihnen berichte, was wir tun. Ich glaube, jede Familie, die pflegt ihre Sagen, ja, jeder gefangene Fisch des Urgroßvaters wird immer größer und das ist in unserer Familie ganz besonders so. Mein Ururgroßvater, Professor Wehnelt in Berlin, Physiker, hat die Wehneltsche Röhre erfunden und die Sage in unserer Familie ist, der hätte quasi das Fernsehen erfunden und eigentlich müssten wir heute reich und berühmt sein. Was dahinter steckt, ist, dass er die Wehneltsche Röhre erfunden hat, die sehr, sehr ähnlich war zu der Braunschen Röhre, Sie nicken, die ja nun ein essentieller Bestandteil in Telekommunikation und Fernsehen geworden ist. Und mein Ururgroßvater nur etwas zu langsam war in der Anmeldung seines Patentes. Und wie gesagt, wenn er etwas schneller gewesen wäre, bräuchte ich heute nicht mehr selbst versuchen, reich und berühmt zu werden. Aber dann würden Sie nicht hier sitzen. Genau. Und es wäre ein solcher Verlust, Frau van Delden, dass wir froh sind, dass das nicht so geklappt hat. Den Bogen schlage ich Ihnen gleich, warum ich nämlich dann trotzdem gerne hier sitzen würde. Ich habe versucht, der Sage etwas nachzugehen. Es gibt auch die Geschichte, dass die Wehneltsche Röhre gleichberechtigt neben der Braunschen im Deutschen Museum liegt, um ihn zu würdigen, dem ist nicht so. Was aber tatsächlich ist, er hat daraufhin den Wehneltschen Zylinder erfunden, der auf der Braunschen Röhre aufbaut, diese wesentlich weiterentwickelt, hat viele, viele Patente angemeldet, veröffentlicht und ist als einer der großen Innovatoren in seinem Feld eingegangen. Ganz für mich persönlich nehme ich daraus drei Dinge mit, nämlich dass Innovation immer schon mit Geschwindigkeit zu tun hatte. Ja, das ist die traurige Seite der Geschichte. Es hatte immer schon mit Kollaboration und Aufbauen auf den Ideen anderer zu tun. Und es hatte immer schon damit zu tun, nicht aufzugeben, weiterzumachen und mit Passion. Und wenn mir heute die Vorstände unserer Kunden sagen, ja ganz neu, das größte Problem, was wir heute haben, ist, dass wir in Innovationsprozessen nicht schnell genug sind, das war ja früher alles ganz anders, dann denke ich an meinen Urgroßvater und sage, nee, das war immer schon so. Es ging immer schon um Geschwindigkeit. Das, was sich verändert hat, ist, dass die Art und Weise, wie wir diese Geschwindigkeit erreichen über digitale Tools, natürlich eine ganz andere sein kann, dass das Vorgehen anders ist, dass die Digitalisierung nicht nur unsere Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle verändert, sondern wirklich die Art und Weise, wie wir leben und denken. Ja, wir reden ja heute nicht mehr nur noch über, finde ich mein nächstes Date über Tinder, sondern wir reden darüber, baue ich mir meine, das haben wir vorhin eindrucksvoll gehört, ja, verändere ich meinen Körper mit Technologie. Wir reden nicht mehr darüber, kommt das selbstfahrende Auto, sondern was muss ich denn nun endlich ändern, damit es endlich kommen kann. In dem Kontext, es gibt mehr Smartphones als Zahnbürsten auf diesem Planeten. Kleiner, warum die Digitalisierung das als so grundsätzlich verändert. Das heißt, wenn Firmenchefs auf mich zukommen und sagen, Frau van Delden, wie können wir denn die relevante Geschwindigkeit in Innovationsprozessen erreichen, um im Wettbewerb mit digitalen Teilnehmern, die neu gewachsen sind, mithalten zu können. Ja, Unternehmen, die digital geboren wurden, ein Daimler steht nicht mehr nur noch im Wettbewerb mit einem VW, sondern steht im Wettbewerb mit einem Google, mit einem Apple, die auch an autonom fahrenden Autos arbeiten. Dann finden Sie die Antwort in den agilen Prinzipien der Softwareentwicklung. Sie hatten vorhin schon darauf hingewiesen, die kennen wir quasi als Gegenstück zu Waterfall-Modellen etc. Und übertragen dieses Denken nun auch auf ganz andere Unternehmensprozesse, auf Unternehmensbereiche wie Strategieentwicklung, Marketing oder eben auch als wichtigsten Nukleus Innovation. Die Produkte, die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Das heißt, diese Prinzipien, wenn wir sie übertragen auf Innovationsprozesse, sind Kollaboration, Offenheit, Transparenz. Das heißt, ein Unternehmen entwickelt heute nicht mehr nur noch seine Produkte und Dienstleistungen mit dem Ingenieurs- und Innovationsteam im Keller hinter vielen Geheimhaltungsvereinbarungen und Stillschweigen, sondern entwickelt neue Produkte und Dienstleistungen in Kollaboration mit seinem Ökosystem, mit Zulieferern, mit Kunden, mit Partnern, mit Mitarbeitern, die so vorher noch nicht involviert waren. Und jetzt schließt sich der Bogen, warum ich dann doch hier sitze und selbst versuche, reich und berühmt zu werden. Das ist das, was InnoSavi tut. Wir entwickeln Software für agile Innovationsprozesse bei Großkonzernen.
Das heißt beispielsweise, ein Daimler implementiert intern Crowdfunding-Projekte, um so sehr schnell neue Ideen zum Minimum Viable Product zu kommen. Bayer entwickelt mit einem Supplier Innovation System, hat mit einem Supplier Innovation System die Time to Market signifikant reduzieren können, neue Produkte auf den Markt bringen zu können. Oder die Postbank entwickelt in einer Kundencommunity alle ihre digitalen Angebote mit unserer Software. Das heißt, Enosabi ist ein Softwareunternehmen für agile Innovationsplattformen. Wir haben heute 50 Mitarbeiter, sitzen in München, sind aus eigener Kraft gewachsen. Wir haben keinen großen Venture Capital Geber an Bord, sondern sind gewachsen, weil unsere Kunden uns gut finden und dafür bereit sind zu zahlen. Entwickeln auch alle unsere Software bei uns in-house am Eisbach. Sie sind herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Wir sind sehr stolz auf unsere, du kennst uns, auf unsere Unternehmenskultur, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie wir das tun, was wir tun. Ich selbst bin im Vierer-Gründerteam in der CEO-Rolle, was nicht heißt, dass ich das letzte Wort habe oder mehr zu sagen habe als meine drei Mitgründer, sondern das heißt in erster Linie, ich bin die Nase nach draußen hält, die unser Netzwerk pflegt, die unsere Unternehmensstrategie und Vision kommuniziert und verfolgt. Und aus dieser Erfahrung möchte ich heute berichten, das möchte ich mit einbringen. Das sind die Themen, die mich bewegen. Und natürlich als kleiner Abschluss auch bei Bitkom inzwischen als Schatzmeisterin, was für mich eine sowohl große Ehre als auch Herausforderung ist. Das macht mich Teil des geschäftsführenden Vorstands und das ist natürlich eine große Verantwortung, die ich aber mit großer Passion auch nachgehe. Gut, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die kurze Einführung und für die. Waren das 5 Minuten? 7 vielleicht. Herr Hamann, ich darf an Sie weitergeben. Ja, es ist mir ja manchmal hilfreich, dass man den Standpunkt, von dem aus man spricht, irgendwie kurz klar macht, so wie Sie auch eben. Ich bin Journalist und wenn Sie alle in den vergangenen Jahren mit Journalisten zu tun gehabt haben, dann werden die Ihnen in der Regel gesagt haben, naja, bei uns ist irgendwie schwierig und Digitalisierung ein Problem und so. Das ist bei der Zeit anders. Das ist auch ganz einfach an 2 Zahlen deutlich zu machen. Als ich da angefangen habe, das ist eine ganze Weile her, eigentlich in der Bronzezeit der Digitalisierung im Jahr 2000, wurde ich eingestellt als derjenige, der für das Internet zuständig ist in der Wirtschaftsredaktion. Da hatte der Verlag 45 Millionen Euro Umsatz und machte 1 Million Euro Verlust. Heute macht der Verlag 200 Millionen Euro Umsatz und 20 Millionen Vorsteuerergebnis. Das bedeutet, wir kommen mit der Digitalisierung ganz gut zurecht und das heißt, sie bedroht meine berufliche Existenz nicht. Die Urteile, die ich darüber Fälle, die natürlich immer nur jeweils vorläufig sind, aber natürlich in gewisser Weise auch immer mit beeinflusst. Warum es uns anders geht als manchen anderen Verlagen, will ich jetzt hier nicht erzählen, das dauert zu lange, aber dahinter stecken natürlich dann 100 Geschichten und Zufälle. Bei Gelegenheit erzähle ich das dann gerne mal. Ich bin auch nicht mehr, ich war irgendwie letzten Endes zu nicht ordentlich genug, meinen Lebenslauf auf der Zeitautorenseite zu pflegen. Ich bin jetzt nur noch quasi Stabsstelle für diese Art von digitaler Transformation und Autor. Die Organisationsfunktion im Wirtschaftshaus habe ich aufgegeben. Das war dann irgendwann zu viel auf einmal. Es mag für Sie auch vielleicht komisch klingen, dass man im Jahr 2018 noch von Print und Online spricht. Das ist aber in gewisser Hinsicht gibt es da eine Logik bei uns, weil jedes Unternehmen muss ja den eigenen Weg finden und unserer besteht darin, dass wir 2 sehr miteinander verwandte, aber doch immer noch unterschiedliche Produkte haben. Also den inhaltenden Journalismus im Wochenpaket, im geschlossenen Wochenpaket, nenne ich das mal ganz nüchtern, und den quasi Panterei, den immer fließenden tagesaktuellen Journalismus, die sind miteinander verwandt und es bedarf aber einer besonderen Art der Zusammenarbeit, die wir für uns selber finden müssen und die bestand eben nicht darin, bisher die Redaktionen zu verschmelzen. Aber wir arbeiten eben viel zusammen und da sind Kollege und ich dann diejenigen, die dafür sorgen, dass sich eben auf unsere Weise die Kultur der Zusammenarbeit verwandelt, dass wir Geschichten in den geteilten Öffentlichkeiten eben so erzählen, dass sie möglichst viele Menschen erreichen und wir das am Ende erzählen, was Journalisten wollen, nämlich publizistische Wucht. Und das machen wir eben auf unsere ganz besondere, auf unsere eigene Art und Weise. Zum Thema, ich kann nur steuern, was ich verstehe. So würde ich auf den Titel der Runde antworten. Und Sie haben das auf Ihre Weise für den Innovationsprozess beantwortet. Und ich schaue als Journalist eben auch seit vielen Jahren, das ist ein Aspekt, nach Berlin. Und da würde ich sagen, man kann nur steuern, was man versteht und worum man sich kümmern möchte.
Ich könnte eine lange Liste aufmachen, aber vielleicht nur so viel. Noch 2013 habe ich, nicht nur ich, gehofft, dass die Große Koalition damals ein Digitalministerium einrichtet. Nicht, weil ich geglaubt hätte, dass man aus einem Ministerium diese so grundstürzende, alles durchdringende technische Entwicklung steuern könnte oder sollte, sondern weil mir klar war, dass nur so die ganze versprengte, mickrige Expertise aus den verschiedenen Ministerien so eine Wucht hätte entfalten können. Das ist dann nicht passiert. Deutschland hat sich in diesem Sinne, das ist meine eine Antwort auf die These dieser, auf den Titel dieser Runde, hat sich dafür entschieden, in Sachen Digitalpolitik für das Modell des schwachen Staates, anders als wir sonst vielleicht von Deutschland und was wir von Deutschland, deutscher Verwaltung und deutscher Regulierung denken, er hat sich für das für ein anderes Modell entschieden und das hat Konsequenzen. Ausgangspunkt dafür ist die Überlegung, was einen modernen Industriestaat ausmacht. Und das ist nun mal eine verlässliche Bürokratie, die Sachverstand hat, dazu Rechtssicherheit bietet und daraus resultierend weitgehende Chancengleichheit für Bürger und Unternehmen. Und da muss man ganz, das war der Grund für den ökonomischen Aufstieg der westlichen Industriestaaten und in Sachen Digitalpolitik liefern wir das nicht. Nur eine kleine Analogie. Wir haben, also wie speichert der Staat Wissen und wie übt er Regulierung aus in anderen Bereichen? Wir haben ein Bundesumweltamt, wir haben eine Bundesnetzagentur für Post, für Telekommunikation, für Strom. Wir haben ein Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Wenn Sie das sich anschauen, was haben wir da in Sachen Digitalpolitik? Da sehen Sie, dass wir im Wesentlichen ein an das Bundesinnenministerium angegliedertes Institut also haben, das also BSI, von dem kann man auch irgendwie geteilter Meinung sein, inwieweit es Weltspitze ist. Aber jenseits der Sicherheitspolitik gibt es halt wenig Vergleichbares. Und diese Art von mangelnder Infrastruktur, mangelnder institutioneller Unterlegung für politische Entscheidungen am Ende, die führt seit vielen, vielen Jahren zu so einem Gefühl, man könne ja wenig machen und man wisse gar nicht, was man regulieren solle. Natürlich nicht, weil eben die Expertise nicht da ist und man auch nicht wirklich, also das, was man eigentlich in allen anderen Politikfeldern über die letzten 100 Jahre gelernt hat, in diesem Fall nicht wirklich anwendet. Das sieht man eigentlich am schönsten bei der DGSVO jetzt. Datenschutz ist ja, es ist ja Landessache oder Ländersache. In Hamburg hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte 26 Stellen. Er hat keine neuen Stellen bekommen, obwohl durch die DSGVO lauter neue Aufgaben kommen. Wenn also zum Beispiel, und er ist unter anderem, zumindest war er das bis jetzt, eben auch eben zuständig für Facebook. Und wenn dann sowas wie Cambridge Analytica passiert, dann hat er also Fragen im Namen quasi des deutschen Volkes gestellt und um Aufklärung gebeten, was den Bürgern geschehen ist, dann hat er tatsächlich Antwort bekommen. Und wenn er dann, sag ich mal, in all den vielen Überforderungen, denen er sich stellen muss, dann 2 Stunden Zeit hat, dann setzt er sich mit dem einzigen Experten, den er in seinem Team hat, der ansatzweise genug von sozialen Netzwerken und Technologie versteht, zusammen und gucken die mal 2 Stunden da drauf. Und das ist dann unsere Art, damit umzugehen. Das ist halt nichts Schicksalhaftes und das könnte man ganz locker anders machen, aber es passiert nicht. Und genauso sieht es in der Art aus, wie wir über das Netz nachdenken. Auch da sind wir nicht Weltspitze. Wir haben bei dem Vortrag von Thomasen gesehen, welche Bücher sie uns gezeigt hat. Es waren alles amerikanische Autoren. Wem haben wir den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen in Sachen Digitalisierung? Jason Meunier. Wunderbarer Mann, kluger Mann, aber wir haben eben niemanden, der auf vergleichbare Weise darüber nachdenkt. Ich habe auch ein paar Ideen, warum das so ist, aber dazu weiß ich nicht, vielleicht später nochmal mehr. Wir haben sogar ein amerikanisches Unternehmen gebraucht, um eine Art Think Tank an der Uni zu gründen, der sich soziologisch, gesellschaftspolitisch, technisch, politisch, juristisch mal gemeinsam denkend, interdisziplinär mit diesen Fragen beschäftigt. Und das ist das HIIG in Berlin gewesen, mit Anschubförderung durch Google. Nun haben wir endlich, es wurde ja schon erwähnt, einen eigenen, jetzt haben wir, also wir sind relativ spät dran, also im Jahr 2018 ein eigenes Institut zu gründen, was dann sehr, also fächerübergreifend und mit ordentlich Geld unterlegt, dann darüber nachdenkt. Das vielleicht von mir als Eingang dazu, ob wir das steuern können, was nicht zu steuern ist. Ich würde sagen, das ist eine nicht zwingend bewusst getroffen, aber es ist eine herleitbare und es ist natürlich auch eine änderbare Situation, in der wir heute stecken. Ganz herzlichen Dank, Herr Hammer. Frau Herzog.
Ja, herzlichen Dank. Ich komme aus der politischen Philosophie und wir haben eigentlich gar keine Expertise, außer ständig dumme Fragen zu stellen. Und das werde ich jetzt mal in Bezug auf die Digitalisierung machen. Und ich habe hier gerade eine super Steilvorlage bekommen, denn der erste Punkt, den ich machen will, bezieht sich auch auf diesen Titel Steuern, was nicht zu steuern ist. Ich halte das für falsch, auch wenn sich Deutschland vielleicht nicht optimal aufstellt. Ich halte das sogar für gefährlich, diese Rhetorik zu verbreiten, dass das alles nicht zu steuern sei und über uns hinweggeschwemmt wird wie so ein Tsunami. Denn das macht Angst und wenn man sich überlegt, welche Politiker sich hinter solchen Aussagen verstecken und welche Politiker mit sozusagen hochgereckter Faust sagen, ja, wir machen aber was, dann hat man vielleicht auch ein Element in der Erklärung dafür, wieso gewisse populistische Strömungen hochgekommen sind. Also dieses, wir können nicht steuern, treibt die Leute den Politikern zu, die sagen, ja, wir können steuern, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Und das sind nicht die Kräfte, die wir unbedingt haben wollen. Trotzdem noch eine Frage in den Raum gestellt. Wenn über Steuerung in dem Zusammenhang nachgedacht wird, dann ist der Hauptfokus oft darauf, wie können wir Schäden verhindern. Und das ist natürlich auch extrem wichtig. Aber man fragt sich so als Außenstehender schon manchmal, müsste Steuerung nicht viel stärker auch heißen, sich zu fragen, ja, was ist denn wirklich gesellschaftlich vonnöten? Was sind denn wirklich die drängenden Probleme und nicht, wofür kann man jetzt irgendwie gerade eine App programmieren, mit der man Geld verdienen kann? Und da steckt natürlich jetzt mehr Theorie dahinter. Sie kennen wahrscheinlich das Stichwort Trickle Down. Man dachte eine Zeit lang, wenn der Markt nur irgendwie macht, dann wird der Nutzen schon an alle Gesellschaftsmitglieder irgendwie weitergegeben. Das stimmt nun mal so nicht. Und dann, wenn man akzeptiert, dass das nicht stimmt, und ich denke, das tun viele Leute, stellt sich die Frage, müsste die Politik, gerade wenn solche Umbrüche anstehen, nicht noch viel aktiver sich fragen, ja, was brauchen wir in der Gesellschaft denn wirklich? Wo brauchen wir Innovationen? Wo müsste es vielleicht auch andere Arten der Anreizsetzung geben? Also Frage Nummer eins, könnte man das nicht auch viel stärker zum Guten steuern? Was das Gute ist, ist natürlich immer zu diskutieren, aber wie gesagt, Schaden verhindern ist das eine, in eine positive Richtung steuern wäre was anderes. Zweiter Punkt. Ich glaube, mit der Digitalisierung werden sehr viele Fragen der Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft wieder viel stärker zum Tragen kommen. Und ich mache es an einem ganz banalen, aber instruktiven Beispiel klar. Vielleicht haben Sie gehört von den amerikanischen Softwarelösungen zum optimalen Scheduling, wie das dann heißt, also die Schichteinteilung für Mitarbeiter. Und bei Starbucks wurde das dann berühmt-berüchtigt, die haben die sogenannten Clopening-Schichten gehabt. Also wenn jemand sowohl am Abend zusperren, als auch am nächsten Morgen wieder aufsperren musste, also Close and Open, das hieß dann Clopening bei den Leuten. Und die Programme haben das eben ausgespuckt, wenn das irgendwie optimal erschien, optimal aus Sicht der Firma. Gab dann einen Aufschrei, gab das Versprechen, es zu ändern. Ich konnte nicht endgültig recherchieren, ob es wirklich geändert wurde. Aber der Punkt ist, die Machtverhältnisse und spezifisch auch die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden durch die digitalen Umbrüche, glaube ich, viel stärker wieder zum Ausdruck kommen. Frau Maaßen hat vorhin angesprochen, dass in diesem einen kollaborativen Projekt dann eben auch die Betriebsräte, auch die Gewerkschaften mit eingebunden sind. Und ich denke, die Digitalisierung wird an der Stelle für Deutschland eine wirklich interessante Herausforderung bringen, ob es gelingen wird, das Modell der Mitbestimmung und damit so eine gewisse Demokratisierung der Wirtschaftswelt aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar positiv zu nutzen, weil natürlich Mitarbeiter, die mehr Rechte haben, die sicherere Arbeitsplätze haben, auch ganz andere Motivationen haben, sich einzubringen und solche Prozesse mitzugehen. Oder läuft es hinaus auf so eine amerikanische, in Anführungszeichen, Variante, wo Hire and Fire herrscht und wo die Macht sehr stark auf Seiten der Firmen liegt. Dritter Punkt, wir sagen ja, wir sind eine Demokratie. Was heißt eigentlich Digitalisierung und Demokratie? Und da kann man jetzt so viele Fragen stellen, dass man locker 2 Stunden darüber alleine reden könnte. Aber ich möchte einen Punkt besonders hervorheben. Es gibt unterschiedliche Demokratietheorien. Manche sind ganz minimalistisch und beschränken sich darauf, dass die Leute alle 4 Jahre zur Wahl gehen. Andere sagen, öffentlicher Diskurs ist unglaublich wichtig. Und eine Linie, die besonders im amerikanischen Pragmatismus von Philosophen wie zum Beispiel John Dewey betont wird, die sagt,
Demokratie muss auch eine gelebte Praxis sein, muss das Ethos einer Gesellschaft beeinflussen. Also wenn Leute nicht auch in ihrem Alltag, in ihren Beziehungen mit anderen erleben, was es bedeutet, gleichberechtigt behandelt zu werden, als Bürger, die alle auf einer Stufe stehen und nicht nur in irgendwelchen Hierarchien, dann werden diese formalen Seiten der Demokratie nicht ausreichen. Also Demokratie muss gelebt werden. Und dann stellen sich sofort Fragen danach, was sozusagen dieses Ethos der Demokratie in Bezug auf Digitalisierung bedeuten würde. Und eine Frage, mit der man das vielleicht auf den Punkt bringen kann, ist, wer spricht eigentlich jeweils mit, wenn Veränderungen kommen, wenn was Neues eingeführt wird? Wer sitzt mit am Tisch? Wer kann sich äußern? Und um noch einen philosophischen Begriff an der Stelle einzuführen, es gibt den Begriff der strukturellen Gerechtigkeit. Und der meint, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft privilegierter sind als andere, nicht weil irgendjemand böse Absichten hatte, die zu diskriminieren oder weil es irgendwelche ungerechten Gesetze gibt, sondern einfach weil aus der historischen Entwicklung heraus bestimmte Gruppen eben sozusagen weiter oben oder weiter unten stehen und sich besser oder schlechter äußern können und mehr oder weniger gehört werden. Und diese Frage, wer eigentlich gehört wird, dürfte, denke ich, für die Einführung digitaler Lösungen an ganz unterschiedlichen Stellen in der Gesellschaft sehr, sehr wichtig sein. Auf der Mikroebene, wie sieht das Verhältnis zwischen Kunden und Anbietern aus? Wer weiß überhaupt was? Also an ganz vielen Stellen hier gilt ja wirklich, Wissen ist Macht. In der Arbeitswelt, wie hierarchisch geht es hier zu? Um ein praktisches Beispiel hier einzuwerfen, Sie kennen alle Plattformunternehmen, war ja gestern offenbar auch Thema. Es gibt in den USA das Modell des Plattform-Cooperativisms. Klingt irgendwie neu, ist aber eine uralte Idee, nämlich lasst uns Plattformen als Genossenschaften organisieren, bei denen diejenigen, die damit arbeiten, selber auch Anteilseigner sind und das selber für sich organisieren und nicht irgendjemand anders dann auch noch Gewinne abschöpft. Und auf der Makroebene eben die Frage, gut, wie sieht das Verhältnis zwischen Politik, Wirtschaft, anderen Institutionen aus? Wer hat hier das Sagen? Und es gibt sehr, sehr pessimistische Prognosen, was die Zukunftsfähigkeit der Demokratie im digitalen Zeitalter angeht. Aber auch hier gilt wieder, das ist nicht eine natürliche Evolution, sondern das ist eine Frage dessen, was eine Gesellschaft daraus macht. Und damit letztlich eine Frage an uns alle, wie wir damit umgehen. Und jetzt höre ich auf. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Hochinteressante Inputs, die auch gleich Anlass natürlich zur Diskussion geben. Ich würde jetzt gern erst hier oben eine Runde machen. Würde Sie auch gern bitten, ich stelle eine Eingangsfrage, würde Sie auch gern bitten, aufeinander Bezug zu nehmen. Und natürlich eröffnen wir auch dann die Runde sofort an Sie, diskutieren dann aber auch hier oben vielleicht immer wieder auch untereinander. Ich möchte keine künstliche Frontstellung jetzt hier aufbauen. Die Frau aus der Wirtschaft sagt dieses, der Mann aus dem Journalismus jenes und die Philosophin weiß alles besser und, oder stellt die besten Fragen. Also das möchte ich jetzt hier so nicht machen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Punkte, wo ich mir denke, da verstehen Sie naturgemäß vielleicht die Sachen anders, sagen, naja, also ehrlich gesagt, wir haben andere Probleme. Und genau darüber möchte ich diskutieren, um diese verschiedenen Sichtweisen auf dasselbe Feld zusammenzubringen und zu klären, wer sieht eigentlich mit welcher Begründung was, auf welche Weise, wer fordert mehr Steuerung und sagt auch, das lässt sich machen. Wo ist unter Umständen der Wunsch zu sagen, naja, also wir haben ohnehin schon zu viel Regulierung. Und ich würde gern einen Punkt aufgreifen, den Herr Hamann vorher geäußert hat. Sie hatten gesagt, Deutschland habe sich in der Digitalpolitik für das Modell schwacher Staat entschieden, da also relativ wenig einzugreifen. Und Frau Herzog hat gerade eben angesprochen und hat gesagt, naja, also da sind schon ganz spezifische Anforderungen auch an die Gestaltung von Machtverhältnissen. Das trifft einerseits natürlich auch die Unternehmen, aber Unternehmen bewegen sich nicht in einem rechtsleeren Raum, sondern die bewegen sich natürlich in rechtlichen Strukturen. Und vor diesem Hintergrund jetzt zunächst mal als Eingangsfrage an Sie, Frau van Delden, die Frage, wie ist es jetzt die Wahrnehmung von Seiten
von jemandem, die jetzt mit einem Startup, als Gründerin in einer sehr schnell sich entwickelnden Branche unterwegs ist. Wie sehen Sie das mit dieser Erfordernis, dass der Staat auch für gleiche Wettbewerbsbedingungen, natürlich auch im Feld der Digitalisierung verantwortlich ist, dass er gleichzeitig Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern hat, dass das Globening Personal nicht im Grunde mit Arbeitszeiten konfrontiert wird, die dem menschlichen Leben wahrlich nicht zuträglich sind. Ist Ihre Wahrnehmung die man jetzt klassischerweise vermutlich unterstellen würde, also lieber nicht so viel regulieren? Oder man könnte ja auch sagen, naja, wir brauchen schon Regulierung, weil sonst machen die einen die Sachen, die wir aus ethischen oder sonstigen Gründen nicht machen. Also da würde mich zunächst Ihre Einschätzung interessieren. Da gebe ich Ihnen gerne eine sehr persönliche Antwort, nämlich nicht unbedingt nur die einer Wirtschaftsvertreterin, sondern allen voran der einer Startup-Gründerin. Und das ist tatsächlich auch, wir haben ja im Vorgespräch ganz kurz gesprochen, eine Diskussion, die wir bei Bitkom führen, weil natürlich ein Bitkom auch eine politische Forderung stellt und politische Meinungen vertritt. Und ich als Gründerin, aber ich glaube, einen sehr eigenen Spirit habe, und der ist, ich warte nicht auf die Politik, dass diese für mich die Rahmenbedingungen schafft, sondern ich als Gründerin will machen, ich will umsetzen. Ich habe einfach die Einstellung, quasi, dass, wenn es ein Problem gibt, dann habe ich als Gründerin dazu eine Lösung zu finden, einen Weg zu finden. Das heißt, alles, was mir in der Politik quasi möglichst viel Spielraum, Freiraum, Handlungsmöglichkeiten gibt, hilft mir als Gründerin erfolgreich zu sein. Und in dem Kontext würde ich ganz gerne, Frau Professor Herzog, Sie hatten auf die Veränderung von Machtverhältnissen gesprochen, das haben Sie gerade in Ihrer Frage auch nochmal angesprochen, den Bogen schlagen, dass ich glaube tatsächlich, und das ist etwas, was die Politik ganz besonders berücksichtigen muss, ist, dass die Veränderung, die wir momentan in der Wirtschaft und in der Gesellschaft sehen, auch sehr viel damit zu tun hat, dass wir ein ganz neues Verständnis vom Menschenbild haben und wie ein Mensch in unserer Wirtschaft auch Wert schöpft, wie ein Unternehmen überhaupt grundsätzlich funktioniert und Wert schöpft. Also das, was wir in Innovationsprozessen sehen, dass sie eben nicht mehr nur noch im Unternehmen stattfinden, sondern in Zusammenarbeit mit dem Ökosystem, also mit Zulieferern, mit Partnern, mit Universitäten, zeigt eigentlich, dass die Art und Weise, wie Unternehmen Wert schöpfen, eben nicht mehr nur noch in den Unternehmensgrenzen stattfindet, sondern eben über Plattformen, über Software in Kollaboration. Und das kommt ganz schnell auch damit einher, dass der Mensch, der dann in einem solchen Netzwerk und in einem solchen Ökosystem arbeitet und sich einbringt, natürlich in den allermeisten Fällen auch nicht mehr ein angestellter Mitarbeiter eines Unternehmens ist, sondern im Zweifel, die guten Leute lassen sich heute gar nicht mehr anstellen. Ja, also wenn ich auch meine Mitarbeiter sehe, die wollen sogenannte Workation machen. Das heißt, da fährt jemand 2 Wochen nach Kolumbien, um Urlaub zu machen und sagt mir, Nina, du, ich möchte da gern auch noch 2 Wochen Homeoffice aus Kolumbien machen. Ja, und da gibt es gar keine Diskussion. Also da werde ich nicht gefragt, sondern da werde ich da vor die Tatsache gestellt, dass das jetzt so zu sein hat. Und das machen unsere Mitarbeiter sehr, sehr intensiv, ja, dass sie sich solche Freiräume in ihrer Arbeit nehmen, weil sie wissen, das ist die Art und Weise, wie sie auch gut arbeiten können und wie sie ein Gut für unsere Firma Leistung bringen können. Und das schließt, glaube ich, den Kreis zu der Frage, was muss Politik tun? Sie muss erkennen, dass die Art und Weise, wie wir heute arbeiten wollen, dass wir auch einen viel, viel höheren Anspruch auch an Selbsterfüllung und Zufriedenheit haben und eben nicht nur Geld verdienen wollen, und auch die Art und Weise, wie in dem Kontext Unternehmen Wert schöpfen und ihr Angebot entwickeln, dass die sich so signifikant verändert, wie ich das glaube ich, also ich bin, da bin ich historisch vielleicht zu wenig bewandt, um bessere Beispiele zu haben, aber so noch nicht beobachtet haben. Vielen Dank. Was mich zu der Frage führt, sowohl an Frau Herzog als auch an Herrn Hamann, dieses Bild, das jetzt gerade die Frau van Delden gezeichnet hat, das ist das Bild, das wahrscheinlich vielen ja auch, die einen akademischen Hintergrund haben, die noch einigermaßen jung sind, die so aufstrebend sind, natürlich ein sehr naheliegendes Bild. Also diese Möglichkeiten, über digitale Plattformen einfach viel flexibler arbeiten zu können, Arbeitskraft mal hier und mal dort anzubieten. Das kann aber natürlich auch völlig, also jetzt bestimmt nicht bei Ihnen in der Firma, da scheint ja engere, aber ganz normale, grundsätzlich rechtlich normale
soziale Arbeitsbeziehungen zu sein. Aber es gibt ja auch das andere Modell, dass die Leute ihre Arbeitskraft für wenige Cent im Grunde im Netz anbieten und eben davon leben, dass sie kleine Aufträge irgendwo sich zusammenklauben, die Plattformen machen es möglich. Also da kommen wir doch hinein in die Frage, naja, kann der Staat unterscheiden, naja, da gibt es die einen, die brauchen die Freiheiten und die wollen die Freiheiten, aber weil sie sich durch das andere eingeengt fühlen und es gibt eine andere Arbeit, Teil der Arbeitnehmerschaft, der zwar vielleicht im Moment noch denkt, dass er von den Freiheiten profitiert, aber unter Umständen in 20 Jahren feststellt, dass das nicht mal mehr zum Existenzminimum genügt, weil er schlicht und ergreifend ja, sich selbst ausgebeutet hat, ausgebeutet worden ist und die digitalen Plattformen haben das leichter ermöglicht, als das jetzt ein normales früheres Arbeitsverhältnis des 20. Jahrhunderts. Ist das ein Thema, was Sie vorhin gemeint haben, als Sie gesagt haben, die Arbeitswelt verändert sich so sehr und da müssen wir regeln und regulieren? Erst Sie, dann Herr Hamann. Ja, diese Mitarbeiter von Ihnen, die sind ja in einer sehr privilegierten Position. Die können implizit, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht offen sagen, damit drohen, dass sie gehen und woanders arbeiten. Und das ist ein Marktprinzip. Also und es gibt von Albert Hirschmann diese Unterscheidung, Exit oder Voice. Exit heißt, ich kann gehen, ich stimme mit den Füßen ab. Und das kann man typischerweise, wenn man flexibel, jung, ohne größere Verantwortungen, nicht regional irgendwie verwurzelt ist, dann erlaubt einem der Arbeitsmarkt oft zu sagen, ich stimme mit den Füßen ab und ich gehe dahin, wo die Arbeitsbedingungen am besten sind. Das andere Prinzip, das Hirschmann damit kontrastiert, ist das, was er Voice nennt. Und damit meint er die Möglichkeit, in Unternehmen auch mitsprechen zu können, das Recht zu haben, gehört zu werden, was quasi immer schon was Politischeres ist, als einfach zu sagen, wenn es mir nicht passt, gehe ich. Und das deutsche Modell der Mitbestimmung, der Betriebsräte, all diese scheinbar unglaublich unzeitgemäßen altmodischen Dinge, hat eigentlich versucht, auch Voice zu institutionalisieren. Also es gibt eben jemand, der Arbeitnehmeranliegen vertreten kann. Und ich frage mich, ob wir auf Dauer nur mit Exit gut fahren oder ob es nicht mindestens so wichtig ist, auch das Prinzip Voice und vielleicht sogar noch weitergehende Demokratisierungsansätze in der Arbeitswelt zu verwirklichen. Ein anderer Punkt und damit aber auch verbunden ist, es gibt manchmal so Visionen, die sagen, naja, letztlich wird niemand mehr in Organisationen festarbeiten, alles sind nur noch Netzwerke, alles sind nur noch temporäre Kontakte. Das hat seine schönen Seiten, aber da geht auch was verloren. Und ich frage mich, ob das nicht was ist, was auch gewissen Schutz verdient. Und das heißt, das ist Arbeit auch als ein Lebensraum. Man verbringt da sehr viel Zeit. Die Kontakte sind andere als die, die man nur im Privatleben hat. Es gibt auch Konflikte, klar. Aber es ist ja schon etwas, was für viele Leute auch eine gewisse Sinnstiftung bringt. Das heißt, die Frage ist auch, soll sich eine Gesellschaft darauf einlassen, im Sinne so einer Minimalregulierung, dass einfach nur jeder da arbeitet, wo er gerade mag, wie Sie es geschildert haben? Oder sollte man sich auch überlegen, was es bedeuten würde, auch Arbeit als einen sozialen Raum zu schützen. Frau van Delden, wollen Sie gleich darauf reagieren oder sollen wir erst Herrn Hamann noch zu Wort kommen lassen? Gerne, vielleicht ganz kurz. Da haben wir tatsächlich gar keine gegenläufige Meinung, sondern die das, was ich damit meine, wenn ich sage, Wertschöpfung entsteht in Netzwerken, kann nur damit eigentlich nach genau genannten demokratischen Prinzipien funktionieren. Denn es heißt, dass Entscheidungen eben nicht mehr nur noch in kleinen Management-Riegen getroffen werden, sondern dass Entscheidungen eben in viel größeren Kreisen getroffen werden mit Menschen, die vorher so vielleicht auch noch nicht involviert waren. Also ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Bei Daimler wird beispielsweise jetzt eine Entscheidung, ob welches Budget ein Innovationsprojekt bekommt, nicht mehr nur noch von einem kleinen Management-Team getroffen, sondern dieses Budget wird tatsächlich an mehrere Zehntausende von Menschen verteilt, die das dann nach ihren ganz persönlichen Empfinden und Wissen und Erfahrungshintergrund auf verschiedene Projekte verteilen. Also können. Betriebsangehörigen von genau, Daimler. Genau. Mhm. Das würde ich nicht, das würde ich aber nicht Demokratie nennen, sondern das ist eine neue Form von Kollaboration. Und das ist auch toll. Ich würde es unter dem Begriff Mitbestimmung. Ja, ich bestimme mit, welche Projekte fortgeführt werden, umgesetzt werden, dadurch, dass ich das Budget mitverteilen kann. Mhm. Ja. Ich würde sagen, bei Innovationsprozessen, Produkt, also Erneuerungsprozessen hat der Staat erstmal tatsächlich nur
die Finger davon zu lassen, weil das kann er nicht besser. Da ist Steuerung tatsächlich eher das, was viele Jungunternehmer in den letzten 10 Jahren beklagt haben, dass am Anfang in den ersten Jahren dieses Jahrzehnts die Förderung zu schlecht war, dann, dass bei größeren Summen, wenn es um nächste Finanzierungsrunden ging, dann die Investoren das Wagniskapital nicht steuerlich absetzen konnten und so weiter. Das sind eine Menge Situation gewesen und deshalb hat sich für den schwachen Staat entschieden, wo der Staat sich irgendwie dagegen entschieden hat, sich einzumischen. Und das heißt in dem Fall einmischen, nicht nur durch was verbieten, sondern auch durch was ermöglichen. Ich glaube, in dem Moment, in dem diese Art von Digitalisierung, das erleben wir ja jetzt, unsere deutschen Kernbranchen erreicht, werden wir auch anders anfangen, darüber nachzudenken, was das für Folgen hat. Industriepolitisch und auch gesellschaftspolitisch etc. Deshalb glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren durchaus eine Renaissance des auch deutschen oder europäischen Nachdenkens übers Netz erleben könnten, weil uns die Prozesse näher gerückt sind und jetzt also mehr von dem jetzt irgendwie revolutioniert wird, was wir selber auch verstehen. Und an der Stelle und diesem späteren Prozess, und da komme ich dann wieder zu Ihnen beiden zurück, würde ich sagen, dann entstehen eben doch eben eine ganze Menge Machtfragen auch. Und Gerechtigkeitsfragen. Und da gilt es dann schon für den Staat, durch was auch immer, sich da auch in seiner Schutzfunktion zu zeigen. Nehmen wir ein Beispiel, was mit unserem Thema hier, unser aller Thema, irgendwie sehr eng zusammenhängt. Sie sind alle Gewinner der Digitalisierung auf die eine oder andere Weise. Da draußen gibt es aber eine Menge Menschen, die haben damit immer noch nicht viel zu tun, um nicht zu sagen, das ist die Mehrheit der Arbeitnehmer. Wenn Sie sich die Untersuchungen von OECD und auch deutschen Wissenschaftlern, Institut zur Zukunft der Arbeit etc. anschauen, dann werden Sie sehen, dass es gibt zwei große Risikogruppen in Sachen Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt. Die eine große Risikogruppe sind die Ungelernten. Das irgendwie verwundert jetzt nicht unbedingt, aber nicht nur, dass wir irgendwann Robos haben, die dann viel von dieser Arbeit machen, sondern auch, wenn ich als Packer früher einen Job haben wollte, dann musste ich nur Muskeln mitbringen und der Vorarbeiter hat mir gesagt, welche Kiste irgendwo hinkommt. Jetzt muss ich wenigstens lesen können, was auf dem iPad steht, um zu wissen, was wohin kommt. Und all diese Faktoren beeinflussen das. Das sind dahinter stehende Menge Aufträge an die Arbeitsmarkt- oder Bildungspolitik. Eine zweite große Gruppe, die sind uns viel, viel näher. Das sind nämlich viele unserer Eltern und viele Freunde von uns, die sich dafür entschieden haben, in großen Institutionen, auch gerne Verwaltungsorganisationen anzuheuern vor langer Zeit und die qualifizierte Routinetätigkeiten vollbringen, die aber vergleichsweise digitalisierungsfern sind immer noch. Davon gibt es unglaublich viel und die Entwertung ihrer potenziellen Arbeitskraft schreitet jedes Jahr voran. Und da hat es im letzten Jahr, in der letzten Legislatur, ein erstes Weißbuch gegeben unter Frau Nahles, das sich zumindest mal mit der Frage beschäftigt hat, okay, wie erreichen wir diese und was brauchen die eigentlich und wie soll das denn laufen? Ich bin jetzt nicht der Auffassung, dass die Bundesagentur für Arbeit der erste, einzige und beste Akteur ist, um in multiplen Branchen für Myriaden von Einzelqualifikationsproblemen die Antworten zu finden. Aber dass der Staat hier auch eine Teilsteuerungsfunktion hat, das sehe ich absolut. Mhm. Für was? Es ist zum Beispiel so, die Luftfahrtbranche in Hamburg. Da sind, die sind rund um Airbus eine Menge Zulieferer. Jetzt ist die Frage, viele von diesen Zulieferern wissen, sie müssen sich, da gibt es eine Menge neue Technologien, sie wissen aber noch nicht genau, welche Qualifikationen sie in den nächsten 10 Jahren brauchen werden für ihre Mitarbeiter. Diese Art von strategischer Entwicklung, das machen die Großkonzerne, machen das natürlich schon, aber viele Mittelständler sind da nicht groß genug. Dafür gibt es dann verschiedene Varianten, wie das vorangehen kann. Und da gäbe es zum Beispiel als Steuerungsfunktion die Möglichkeit, für das Bundesministerium für Arbeit oder für die Bundesagentur für Arbeit Industrieinitiativen organisatorisch und finanziell zu unterstützen, die sich zum Beispiel, in Hamburg bei der Luftfahrt, es ist ein Verein, den es schon lange gibt und der jetzt quasi strategische Projekte
gesetzt hat, um für die gesamte Zuliefererbranche irgendwie zu eruieren, welche Jobprofile in den nächsten 10 Jahren in dieser Nische entstehen werden, was gebraucht ist, etc. etc. Da kann der Staat unterstützend helfen. Als Beispiel. Mhm. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Thema Wirtschaft und ich nehme gleich mal die erste Frage auf. Und Sie überlegen sich ebenfalls, wir kommen nachher noch zum Thema Kommunikation, Medien und Öffentlichkeit, aber jetzt bleiben wir erstmal bei diesem Thema. Bitte sehr. Ich habe mich ja angeschlossen an diesem Beispiel, was Sie da gefragt haben. Sie haben eine Branche genommen, die relativ autark für sich agiert, ist nicht die größte Branche in Deutschland. Nehmen wir einfach mal das Automobilindustrie. Mhm. Ich glaube, dass da eine Steuerung gänzlich fehlt bei der Bundesregierung. Ich weiß es von Leuten, die in dem Automotive-Bereich, in dem Mittelstand, das heißt die Zulieferer arbeiten, dass sie alle ziemlich schwimmen, weil die nicht genau wissen, wo eigentlich die Strategie der Unternehmen wie Daimler, also ich rede nicht von PowerPoint, ich rede wirklich die reale Strategie. Was ist eigentlich in 10 Jahren? Was wird in 10 Jahren produziert in Deutschland? Und das ist nämlich das, was eine Regierung steuern muss, indem man vielleicht mal Rahmen schafft für ein, was immer, Fahrzeug, Elektro, Brennstoffzelle oder wie auch immer. Das fehlt. Und jetzt ist, glaube ich, die letzten Tage auch von der EU sogar irgendein blauer Bericht gekommen, dass man nicht mit der Anzahl der Ladesäulen vorwärts kommt. Also ich glaube, da fehlt die Strategie, also diese Steuerung der Bundesregierung ziemlich gewaltig. Mhm. Vielen Dank. Mögen Sie gleich Frau von Dellen, Sie wollten, glaube ich, oder? Ja, also, und dann fangen Sie mal an. Also, ich bin weit davon entfernt, irgendwie an der Stelle planwirtschaftliche Modelle mir vorzustellen. Ne? Und Innovation geht zuerst und allererst von Unternehmen aus. Wenn ich aber mir nur kurz vor Augen halte, womit sich die deutsche Autoindustrie und die entsprechende politische Pendants in den letzten 3-4 Jahren beschäftigt haben, womit viel, viel Zeit, Energie und Lebenszeit vertan worden ist, dann sind das Betrügereien in Sachen Abgas und die Frage überhaupt, wie die alten Technologien zumindest mal auf ein wieder Niveau gebracht werden, dass sie gesetzlich zugelassen werden können. Da würde ich sagen, natürlich, also da sehe ich auch dieses Strategiedefizit, aber das sehe ich zuerst mal bei den Herstellern. Und die sind eigentlich groß genug. Die sind so. Und dann würde ich mir sehr wohl vorstellen, dass es auch da industriepolitische Initiativen gibt. Ein Teil, also ich war vor 2 Wochen bei so einem Hintergrund im Kanzleramt. Die hatten 2 Tage vorher 40, 50 Experten für künstliche Intelligenz eingeladen. Und da war klar die Botschaft dann, es wird bis zum Sommer werden Eckwerte entwickelt und im Herbst soll es eine industriepolitische KI-Strategie in welcher Weise geben. Und der eine Schwerpunkt wird natürlich Mobilität sein. Und dann wird man vielleicht, und dann, das ist dann der Beginn von etwas, wo ich mir vorstelle, dass dann Industrie, Wissenschaft und dann aber auch Politik dann sich auf etwas verständigt, was dann auch den Mittelständlern eine Vorstellung gibt, wo es hingeht, zumindest was diesen Teil angeht. Mhm. Vielen Dank, die Frau Herzog. Ja, es kann sein, dass wir da unterschiedliche Auffassungen sind, vielleicht auch nicht. Eine wichtige Frage ist ja, beschäftigt sich Politik damit, den Rahmen zu setzen oder gibt sie ganz konkrete Ziele vor, die ganz bestimmte Branchen betreffen? Und ich bin jetzt nicht kategorisch gegen Letzteres, aber die Rechtfertigung dafür, dass man eine Marktwirtschaft hat, ist eigentlich, dass es Firmen gibt, die Risiken tragen, Innovationen in die Welt bringen, dann aber möglicherweise auch mal, wenn sie sich verkalkuliert haben, in ihrer Risikoeinschätzung nicht überleben. Also da ist so ein bisschen eine Frage, soll die Politik Firmen schützen, Branchen schützen oder soll sie eigentlich die Individuen schützen? Und was müsste man dann drüber reden, was das konkret heißen würde? Aber wenn die Politik sowas machen will, dann muss man quasi planwirtschaftlich annehmen, dass die Politik wissen kann, dass diese Branche in den nächsten 10, 20, 30 Jahren in diese oder jene Richtung gehen wird. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder ob man nicht stärker in die Richtung gehen müsste, dass man sagt, wir müssen Individuen absichern, wir müssen unseren Wohlfahrtsstaat so umbauen, dass es
okay ist, den Job mal zu verlieren, dass es sozusagen auch normal ist. Übrigens, lebenslanges Lernen klingt immer so gefährlich für manche Leute, aber es heißt auch, es wird vielleicht nicht mehr so langweilig, dass man 30 Jahre dasselbe macht. Also das hat ja alles zwei Seiten, da müssen sich soziale Normen auch ändern, aber diese Forderungen, bestimmte Industrien abzusichern, das ist natürlich auch ein Versuch, bestimmte Risiken nicht mehr tragen zu müssen. Und ich würde lieber Individuen als Unternehmen absichern. Ich habe es so nicht gemeint, dass sie die schützen sollen, sondern ein Tritt in den Hintern. Okay. Also Sie wünschen sich den Tritt in den Hintern, das merken wir uns. Gut, okay. Frau van Delden, gibt es von Ihnen eine Rückmeldung? Sonst nehmen wir noch die nächste Frage auf. Herr Krüger hat sich gemeldet, dann Herr Mayer, bitte. An Herrn Hamann, es geht um die Auswirkung der Digitalisierung auf den Zeitungs- und Buchverlagsbereich. Sie hatten eingangs gesagt, Sie wollen das nicht weiter ausführen. Vielleicht haben Sie jetzt die Möglichkeit. Was machen die Verlage falsch, die nicht mitkommen oder so gut gestellt sind wie die Zeit? Die zweite Anmerkung oder Frage, besser gesagt, auch ich bin dafür, ein Digitalministerium einzurichten, schon lange. Allerdings kann ich nicht ganz der Argumentation widersprechen, die da heißt, die Digitalisierung ist so breit, dass es nicht in einem einzigen Digitalministerium beheimatet bleiben sollte. Vielleicht haben Sie da eine Antwort darauf. Und ich habe selbst auch eine Antwort. Es gibt einen Publizisten und Digitalexperten in Deutschland, der nennt sich Tim Cole. Letztes Buch hieß Digitale Transformation, Ende Juli erscheint, oder zumindest gibt er da sein Manuskript ab, sein neues Buch, und das geht auch auf gesellschaftliche Sachverhalte ein. Wäre ein Vorschlag. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke für den Buchtipp. Den übrigens, noch eins. Das ist sogar politisch korrekt, denn er ist Amerikaner und lebt trotzdem seit Jahrzehnten in Deutschland. Sorry. Ja, vielleicht die Frage ist kürzer zu beantworten. Also ich war für ein Digitalministerium, weil ich wollte, dass das, ich überspitze es jetzt. Ich habe mir die Organigramme der verschiedenen Ministerien angeguckt. Und wenn man den Sachverstand, der dort war, zusammengekehrt hätte, dann hätte man genug Sachverstand für ein Ministerium gehabt, aus dem man dann auch eben als Querschnittsministerium die Sachen hätte denken können. Wenn jetzt, und das ist eben, das war ja der Blick zurück, ich bin relativ angetan davon, wie breit und vergleichsweise ernst jetzt bis in Ministeriumsspitzen hinauf das Thema angegangen wird, seitdem wir nun endlich eine Regierung haben. Tatsächlich kann man sich natürlich darüber lustig machen, dass Frau Beer erst im Kanzleramt benannt und dann irgendwie ein oder zwei Köpfe kleiner gemacht worden ist. Aber die Wahrheit ist ja, es gibt jetzt quasi drei führende Personen innerhalb des Kanzleramts, die sich immer beschäftigen mit einer ganzen Menge Apparat darunter. Wir haben eine Justizministerin, die einen eigenen Ethikrat in digitalen Fragen berufen will und. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der schon 4 Jahre im Twittern sich sehr geübt hat. Das ist irgendwie ein bisschen verweigert und der versteht irgendwie auch eine ganze Menge davon. Und insofern haben wir auch an der Spitze jetzt mehr Breite und Tiefe. Das gefällt mir. Und jetzt bin ich, insofern bin ich jetzt nicht mehr so pessimistisch wie in den letzten Jahren, was dieses Feld angeht. Die andere Frage war nach dem, was die anderen falsch machen, was die Zeit richtig macht. Ne, es gibt in der Medientheorie, wird ja nie ein Medium, oder sagen wir, die Erfahrung zeigt, und dazu gibt es dann auch natürlich die passende Theorie, dass im Zuge der Medienevolution und Revolutionen ein Medium nie ganz durch das andere, durch das nächste ersetzt wird, sondern dass die alten Medien dann eine andere Rolle bekommen. Und ein Teil der Antwort, warum es uns wirklich gut geht, ist, dass wir zufälligerweise dort waren, wo die Rolle von inhaltendem, von mir aus auch auf Papier noch eine ganze Weile seienden, existierenden Journalismus ist, nämlich als Alternative zu dem stetigen Fluss, dem minütlichen Update. Das hat dazu geführt, dass tatsächlich auch sogar lange Zeit unsere Printauflage noch gestiegen ist, weil Leute von der Tageszeitung umgestiegen sind. Seit einigen Jahren sehen wir auch einen rapiden Wandel der Abonnenten hin zu Digital-Abos. Wir haben jetzt Abonnenten, wir haben jetzt, je nachdem wie man zählt, um zwischen 20% und 30% Digital-Abonnenten inzwischen. Trotzdem sind es halt weiterhin um die 500.000 Leute, die uns jede Woche kaufen. Und so, das ist der eine
quasi medientheoretisch, medienhistorische Teil. Und das andere ist, dass wir in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren auch keinen Stein auf den anderen gelassen haben und durch Trial and Error quasi alles, also nicht den Kern unseres Journalismus, aber wenn Sie die Zeit im Jahr 2000 angucken, die hatten ja, also wir hatten keine Farbbilder, es gab irgendwie, das Layout sah vollkommen anders aus, die Texte waren anders geschrieben, es gab viel häufiger, also heute werden wir dafür gelobt in internationalen Publikationen, dass wir quasi das Idealbeispiel für Constructive Journalism seien. Also Journalismus, der nicht nur sagt, das ist Mist, sondern sich auch Gedanken darüber macht, was denn vielleicht, wie es denn mal sein könnte. Das füllt natürlich nicht jeder Text, kann auch nicht, aber am Anfang der 2000er Jahre waren wir eher, und das hatte damals auch noch seine Berechtigung, eher so ein Ex-Cathedra-Journalismus. Mhm. Ja? Und ein Leitartikel, das war auch, das war Teil quasi, das war Marketing, ein Leitartikel, in dem nicht drei lateinische Worte vorkamen, hatte ein Problem. Das ist alles heute anders und das beschreibt im Großen wie im Kleinen, wie sehr wir uns eben letzten Endes den Leserbedürfnissen zugewandt, dem und auch dem technischen Wandel zugewandt haben. Und dann haben wir einfach einen fantastischen Geschäftsführer, der sehr unternehmerisch denkt. Und ein Teil dieser 200 Millionen sind auch einfach neue Geschäfte. Mhm. Gut, danke. Herr Mayer noch. Ja, ich möchte noch kurz Anmerkung machen zur Automobilindustrie. Ich komme selber aus dieser Automobilindustrie. Daimler war mein Arbeitgeber. Vor dem Hintergrund, die Diskussion, die wir jetzt um Diesel führen, ist eine Sache. Innovativ sind die Automobilunternehmen wesentlich weiter. Der Wasserstoffantrieb ist seit 5 Jahren voll einsatzfähig. Wir konnten ihn aber in Deutschland nicht umsetzen, trotz eigener Finanzierungsüberlegung Kreis Brandenburg-Berlin. Diese Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, weil die Politik die Rahmenbedingungen nicht geschaffen hat, es nicht akzeptiert hat, dass Unternehmen, BMW und Daimler zum Beispiel für Berlin damals, mit dieser Technologie vorangehen. Wir kaufen jetzt diese Technologie von den Koreanern ein und bewundern die, dass die Wasserstoff können, obwohl wir es wirklich fertig und fähig seit 7 Jahren haben. Aber wir kriegen keine Unterstützung durch die Politik und damit haben wir nachher dann im Grunde genommen den Irrsinn, dass wir einen Elektromotor und einen Dieselmotor kombinieren und das wunderschön feiern, was Toyota reingebracht hat, obwohl wir technisch schon viel weiter sind. Und das ist das, was ich dann aufgreifen möchte, auch von der Frau Herzog. Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, auch vorausschauend. Nicht immer nachher dann im Nachhinein irgendwas regeln wollen, sondern auch dann entweder den Freiraum geben, dass wir investieren können. Das dümmste aller Beispiele ist ja die Ladestation, dass Tesla die Genehmigung hat, plötzlich Ladestationen zu bauen und die deutschen Automobilhersteller sie nicht bekommen haben aus Wettbewerbsgründen. Vielen Dank, Herr Mayer, gerade für die zweite Frage auch noch, die ja dann auch so ein Grundsatzthema ist. Also die Frage nach, was wirkt eigentlich auf Politik und auf politische Entscheidungsprozesse ein, gerade in einem Tätigkeitsbereich, im Bereich der Digitalpolitik, die ja kein einzelnes Handlungsfeld ist, sondern ganz viele Bereiche umfasst, wie wir alle wissen. Aber die Politik bezieht ja ihre Kräfte nicht nur aus unseren gewählten Abgeordneten und auch nicht nur aus der Exekutive. Und auch nicht nur aus der Ministerialbürokratie, da wirkt ja ganz viel. Aber gleichzeitig haben wir das Problem, dass natürlich diese zeitliche Beschränkung, also wie geht man damit um und was kann man gerade in einem Bereich, wo man sagt, einerseits haben die Deutschen die Regulierungswut und andererseits haben sie eine doch nach wie vor ein großes Ansehen und große Fähigkeiten im Bereich der Technologie und alle gemeinsam haben wir die Befürchtung, dass wir nicht so recht Schritt halten können. Stehen wir uns da mit diesen schwierigen Prozessen und mit diesen umständlichen Prozessen selber im Weg? Frau Herz. An mich? Mhm. Also es gibt den Vorwurf, dass Demokratie zu kurzatmig sei aufgrund der 4-Jahres-Zyklen. Aber ich weiß es gar nicht, ob das bei dem konkreten Beispiel das Problem war. Ich habe oft den Eindruck, es gibt so eine Lücke zwischen dem, was Politik nach außen in großen Reden schwingt. Also irgendwie Elektroautos, alternative Energien, ist alles gut. Aber was zu fehlen scheint und da könnte man wahrscheinlich viele andere Beispiele auch finden, das ist, dass diese gesellschaftlichen Ziele dann umgesetzt werden in Strategien, die wirklich einen verlässlichen Rahmen schaffen. Und da ist eine der ganz spannenden Fragen, die auch aus einer theoretischen Perspektive noch erforscht wird, sagen wir mal, das Verhältnis von demokratischen Entscheidungen und Expertise. Also wie geht man damit um, dass die Wähler ja die Politiker für irgendwelche relativ allgemeinen Politikstrategien wählen,
aber man bei der Umsetzung dann Expertise braucht. Und eine Art und Weise, wie es dann manchmal läuft, aber was wahrscheinlich nicht ganz optimal ist, ist, dass dann die Expertise von denen geholt werden muss, die reguliert werden sollen, aber die haben natürlich nicht unbedingt die gesellschaftlichen Interessen im Blick, also ohne jetzt hier konkret Anschuldigungen bringen zu wollen. Aber man hat dieses Problem, die Expertise kommt dann aus den Lobbyverbänden, wird auch immer gerechtfertigt, wir brauchen Lobbyismus, weil da die Expertise in die Politik gebracht wird, aber das ist dann nicht unbedingt Expertise aus einer wirklich gesellschaftlichen Sicht, sondern halt aus Sicht der Gruppe, von der das kommt. Und die Frage ist, wie schafft man Foren, in denen die Expertise in den politischen Prozess eingespeist werden kann, ohne dass die Expertise schon interessensgruppenmäßig verzerrt worden ist. Es gibt von Achim Nassee in diesem im vorletzten Buch von ihm, glaube ich, diesen Vorschlag, dass man viel stärker über so Schnittstellenforen nachdenken müsste, wo jeweils Fachleute zusammenkommen, aber dann sozusagen demokratisch gleichmäßig vertreten. Dann müssten das eben die Fachleute aus der Autoindustrie, aber auch die Umweltverbände, auch die Verbraucherschützer gemeinsam sein, jeweils die Experten repräsentativ, um dann nach Lösungen zu suchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Richtung ist, in die man gehen kann. Ganz herzlichen Dank für den Punkt, wo Sie zwei wichtige Aspekte angesprochen haben, die ich gerne noch weiter vertiefen würde. Zum einen, da kommen wir aber vielleicht erst nachher drauf, dieses Verhältnis von demokratischen Entscheidungen und Expertisen zu Bedingungen oder im Zeitalter der digitalen Geschwätzigkeit, wo ständig das ja alles auch in Frage gestellt wird oder wo sich selber die Leute für Experten halten oder die demokratischen Entscheidungen in Zweifel ziehen oder die Expertise in Zweifel ziehen. Das würde ich gerne nachher im zweiten Punkt noch besprechen und die Frage an Herrn Hamann richten. Zunächst mal würde ich gerne noch mal Frau von Delden ansprechen. Sie haben nämlich noch einen zweiten Punkt ja gerade angesprochen, nämlich die Interessensverbände, die ja eine ganz wichtige Funktion, Sie haben es angesprochen, in unseren politischen Prozessen wahrnehmen, dass sie ja auch mit Expertise einbringen, dass sie gleichzeitig ihre eigenen Mitglieder dann im Grunde ja auch wieder einbinden sollen, indem sie dann auch politische Entscheidungen vor Ort dann auch wieder, dass die auch dort besser nachvollzogen und damit legitimiert werden können. Und deshalb jetzt meine Frage an Frau van Delden, wie schaut denn das aus mit einem IT-Branchenverband Bitkom, in dem ja höchst, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz unterschiedliche Spieler und Akteure und Unternehmen beisammen sind. Das sind die alteingesessenen großen Unternehmen, die vielleicht ja auch schon eher so einen großen Tankercharakter haben. Und das sind so ganz kleine, diese sogenannten Agilen, diese Start-ups. Was ist das Interesse und wie kann man sich überhaupt auf ein gemeinsames Interesse gegenüber als Lobbyist einigen, wenn man doch schon so unheimlich heterogen ist? Sie sprechen da auch eine Veränderung im Verband an, die, glaube ich, die schon nun einige Jahre währt und die durch meinen Einzug ins Präsidium vor 5 Jahren quasi auch nach außen so ein bisschen meine Rolle war, das auch zu repräsentieren und wahrzunehmen. Denn wenn Sie die Zusammensetzung des Präsidiums sich angeschaut haben, bevor ich dazu kam, dann haben Sie da in erster Linie Vertreter von, eben wie Sie gesagt haben, sehr, sehr großen IT-Unternehmen gefunden. Und dass dann eine Startup-Gründerin, ich glaube, wir hatten damals doch ganze 12 oder 15 Mitarbeiter, dazu kam, hat sich eine Veränderung gezeigt, die aber tatsächlich viel, viel tiefgreifender ist. Das ist nur meine Rolle natürlich. Und zwar hat Bitkom damals, das hat meiner Meinung nach, das ist so meine persönliche Wahrnehmung, aber sind das zwei wichtige Entwicklungsstufen gewesen. Die erste war zu sagen, wie die politische Diskussion rund um digital, rund um IT darf sich natürlich, das passiert so viel in dem Markt, gerade getrieben durch junge Unternehmen, durch Startups. Es ist ein Markt, der extrem geprägt ist von Innovation. Das heißt, gerade diese jungen Unternehmen müssen auch mitreden, müssen Teil des Verbandes werden. Und da schließt sich der Kreis zu meinem Statement von vorhin. Ich als Gründer habe aber grundsätzlich erstmal relativ wenig Fokus auf politische Interessensvertretung. Das ist einfach durch meine Zielstellung als Gründer. Das heißt, das war diese erste große Veränderung, dass wir gesagt haben, wenn wir Gründer im Verband engagieren, involvieren wollen, müssen wir denen allen voran auch eben Netzwerk bieten, müssen wir denen Austausch bieten, Inhalte, was natürlich deutlich über auch eine politische Interessensvernetzung hinausgeht. Das ist auch ganz persönlich, also wenn ich aus meiner Erfahrung richte, weil das war der erste
mein erster Kontaktpunkt zu Bitkom war, dass ich dort das Gefühl hatte, ich kann unglaublich spannende Kooperationspartner finden. Wir haben Kunden gefunden, wir haben Business Angels gefunden, wir haben Pressekontakte gemacht. Das heißt, ich hatte wirklich direkten Impact auf mein Business. Das war die erste große Veränderung. Die zweite große, die sich jetzt auch, die ich sehe, ist, dass wir natürlich den Verband nicht nur verstehen als Verband der IT-Unternehmen, sondern als Verband wirklich der digitalen Transformation. Und dazu gehören ultimativ eben auch Unternehmen, wie die jetzt Mitglied geworden sind, wie eine Deutsche Post, wie ein TÜV, die eben auch große, relevante Player in der Digitalwirtschaft werden geworden sind. Und damit bilden wir aber, glaube ich, wirklich bildet Bitkom eine sehr einheitliche Stimme zur gesamtdigitalen Transformation und eben nicht nur den ganz klassischen IT- und Telekommunikationsunternehmen. Ich habe dann eine Frage dazu. Hat eigentlich in Bitkom waren, oder erinnere ich mich falsch, waren eine lange Zeit so dominierend auch so die Vertriebsgesellschaften, die klassischen amerikanischen Konzerne. Mhm. Hat sich eigentlich das politisch auch verändert? Also Ihre Position oder die Bitkom-Position durch die Tatsache, dass da mehr Startups sind und dass jetzt auch Post und TÜV etc. dazugekommen sind. Und können Sie das vielleicht mal an einem Punkt sagen, wo sich das vielleicht festmachen lässt? Ich versuche jetzt gerade ein sehr konkretes Beispiel zu finden. Also das, wo ich es ganz persönlich am ehesten wahrnehme, ist natürlich in der Art und Weise, wie wir auch im Verband miteinander arbeiten, die Art und Weise, wie Veranstaltungen aufgesetzt sind etc. Das ist natürlich dass sie eben für Gründer auch attraktiv werden. Also mein liebstes Beispiel ist immer, wenn mich andere Gründer fragen, warum sollte ich denn Bitkom-Mitglied werden, dann sage ich, du, die wichtigste Veranstaltung für dich sind zum Beispiel der Vorabendempfang zur CeBIT, die Executive Night etc., wo eben die Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder der Mitgliedsunternehmen eingeladen werden. Und wenn ich eben ein Drei-Mann-Startup bin, dann bin das im Zweifel ich als Gründer. Wenn das aber eben eine SAP, ein Microsoft, ein Cisco sind, dann sind das eben auch die Vorstände. Das heißt, wenn ich am Buffet stehe, ist es sehr wahrscheinlich, dass der sich neben mir seine Kartoffeln auf den Teller lädt, jemand ist, der für mich sehr spannend ist in meinem Business-Kontext, sehr wichtig. Und das ist, was dahinter steht, hinter dieser Anekdote, ist natürlich, dass für Gründer gerade die Möglichkeit zu Netzwerken, Partner zu finden, das Spannende ist in Bitkom. Und das verändert ultimativ natürlich auch die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird und wie diskutiert wird. Mhm. Herr Wegmeier. Mikrofon kommt. Und auch wenn sonst noch jetzt Fragen zu diesem Themenkomplex sind, nehmen wir sie gleich dran und dann kommen wir noch zum Bereich Kommunikation. Herr Wegmeier, bitte. Alex Wegmeier, ich möchte die Frage von vorhin von meinem in der Reihe meinen Kollegen aufgreifen und zur Steuerungsfrage nochmal zurückkommen. Denn dass sich die deutschen Automobilhersteller beim Wasserstoff nicht durchgesetzt haben, das war eine unternehmerische Entscheidung. BMW hat sich 2009 bewusst aus der Brennstoffzellenforschung weitgehend zurückgezogen, weil sie das strategisch stärker auf die E-Mobilität gesetzt haben. Das ist keine Frage, die der Staat in eine Richtung steuern müsste. Worüber sich der Staat Gedanken machen soll, wenn es um seine Steuerungsfähigkeit geht, ist, wenn Audi ankündigt, eine digitale Fabrik zu bauen und wunderbare 1,30 YouTube-Clips laufen lässt, in der kein Arbeiter mehr zu sehen ist. Denn das ist das, was Verlustängste schürt, wo der Staat sich überlegen muss, wie kann man das steuern, diese Entwicklung. Nicht, ob Automobilkonzern auf E-Mobilität oder auf Brennstoffzelle setzt. Das ist in der sozialen Marktwirtschaft eine rein unternehmerische Entscheidung. Gut, ich bitte jetzt um Verständnis, dass ich jetzt keine Diskussion über Automobilindustrie führen möchte. Ich verweise jetzt schon mal auf die gemeinsame Tagung nächstes Jahr mit den Bayerischen Ingenieurkammer Bau zum Thema Mobilität und weil ich jetzt Zucken und Rückmeldungen gesehen habe. Also da bitte ich jetzt um Verständnis. Aber natürlich nochmal ganz wichtig, der Punkt, darauf hat ja auch Frau Herzog darauf hingewiesen, es ist jeweils die Frage, in welcher Wirtschaftsordnung leben wir und welche wollen wir und wollen wir es eher planwirtschaftlich und wollen wir Vorgaben oder akzeptieren wir, dass auch Unternehmen unter Umständen kolossale Fehlentscheidungen treffen oder sich doch der Markt reguliert. Und nur ganz kurz, eine zentrale Frage in den nächsten Jahrzehnten wird sein, ob wir weiter einen großen Anteil der Finanzierung von Staatsaufgaben über die Arbeit laufen lassen. Das haben Sie sicher auch schon geäußert dazu. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gern
Herrn Hamann, noch diesem Thema, ich habe es vorhin schon gesagt, das hat mich die Frau Herzog drauf gebracht, dieses Verhältnis von Expertise und demokratischen Entscheidungen und das in dieser völlig veränderten Erscheinungsweise unserer Öffentlichkeit, die sich ja nun wirklich dramatisch verändert hat, wo wir diese klassischen sogenannten Gatekeeper, wie es die Kommunikationswissenschaftler sagen, also doch zumindest an Relevanz verloren haben, an Möglichkeiten verloren haben und wo es jetzt so viele dieser selbsternannten Influencer, dieser selbsternannten Mitbeitrager über die sogenannten sozialen Medien, wie gesagt, ich würde es lieber soziale Netzwerke nennen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das, sagen Sie, naja, das muss doch gar nicht so sein, man kann nach wie vor noch diese Gatekeeping-Position einnehmen, womöglich vielleicht, wenn man es richtig macht, vielleicht sogar stärker nachgefragt, weil der Klärungsbedarf der Menschen ist ja eigentlich eher größer als früher. Darauf könnte ich irgendwie eine Stunde lang antworten. Also Ihr Zug fährt nachher, mein Zug ist es nicht. Ich weiß. Also was ganz klar ist, die Struktur der Öffentlichkeit hat sich verändert. So, Punkt. Wenn Sie sich anschauen, ob, ich sage immer, klassische Medien weniger Menschen erreichen als vorher, würde ich sagen, nein. Das sehen Sie an den Reichweiten der Online-Portale. Und wenn Sie, ich habe im letzten Jahr mit einer tollen Datenanalysefirma, die machen eigentlich Media Intelligence oder wie auch immer die Marketingbegriffe heißen, Unicepta in Köln. Die machen eigentlich das normalerweise für DAX-Konzerne. Und ich habe mit denen vereinbart, dass wir da mal eine journalistische Recherche mit deren Technologie machen. Und die hatten Lust darauf. Deren Eigeninteresse war ein anderes, aber dazu später mehr vielleicht. Jedenfalls haben wir uns einmal mal den öffentlichen Raum angeschaut. Und da sieht man ganz klar, dass die klassischen Medien weiterhin, das sind die zentralen Quellen. Es ist nur sehr viel weniger übersichtlich, wie das Ganze läuft. Ich habe da mit derselben Firma dann auch mal eine Firma gemacht, also How News Travel. Einfach mal sich anschauen, wie eine Nachricht sich über verschiedene Länder, verschiedene Plattformen über die Zeit entwickelt. Das kann man heute alles sehen und ich glaube, das müssen wir einfach nur lernen und das nach und nach transparent machen, wie diese Kommunikationsprozesse heute laufen, um aus dieser Unsicherheit ein bisschen rauszukommen. Was wir vor der Bundestagswahl und das vielleicht nur als dritten Punkt gesehen haben, dass in dem öffentlichen Teil sozialer Netzwerke reinschauen können wir ja nicht, wenn die Leute die Sache auf privat stellen, aber im öffentlichen Teil der sozialen Netzwerke haben ja, sagen wir, Rechtspopulisten in Deutschland, also die AfD und ihre Fans, einen sehr großen Share of Voice. Und das finden wir natürlich, wenn wir sie nicht wählen, irgendwie unangenehm und fragen uns, ob das bedrohlich ist. Darauf habe ich eine Antwort, die vielleicht ein bisschen unbequem ist. Diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft, ist mit der Wiedervereinigung, Ende des Kalten Krieges und spätestens unter Schröder sehr stark in die Mitte gerückt. Wir haben anderthalb Jahrzehnte lang Wahlergebnis von 80-85% gehabt in der Mitte. Und da haben aus ganz ökonomischen und das Ende der ideologischen Gräben etc., wir haben alle darüber diskutiert. Und im Zuge dessen haben sich auch viele Medien von ein paar Positionen verabschiedet und haben sich quasi ihren Lesern nach ein bisschen mehr in die Mitte bewegt. Da ist dann für einfach den Wähler der AfD gibt es wenig Resonanzraum in den klassischen Medien. Das ist recht extrem also sehr deutlich in den Öffentlich-Rechtlichen gewesen und das ist auch natürlich in den anderen Medien so. Insofern ist es im Sinne einer pluralistischen Diskussion und einem Abbild dessen, was die Leute denken, durchaus produktiv, wenn wir das zu sehen bekommen. Und dann können wir damit umgehen und dann haben wir einen sehr viel hitzigeren, wir haben politisiertere Zeiten wieder. Das ist nicht nur schlecht. Wenn wir dann auch die rechtsradikalen Ränder davon jetzt endlich sehen und dann auch Einzelpersonen besser zuordnen können, ich glaube, das ist auf Dauer besser. Und insofern muss ich sagen, bin ich dem Teil der öffentlichen Debatte, wo das sichtbar wird, da bin ich eher positiv gestimmt, auch wenn ich das Phänomen persönlich politisch eher gruselig finde, aber das ist was anderes. Zu dem Teil, wo die Leute sich beleidigen, sage ich jetzt nichts, das ist eine andere Kategorie. Das haben sie vorher offline wahrscheinlich auch schon getan. Nein, ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, weil ich glaube, dass die Digitalisierung des öffentlichen Diskurses
in gewisser Weise parallel gegangen ist mit einer anderen Entwicklung, die vielleicht manchmal zu sehr in eins gesetzt wird. Und zwar haben natürlich auch der Glaube und das Vertrauen in Experten insgesamt abgenommen. Und das muss keine schlechte Sache sein, wenn man nicht einfach vor einer Person, die irgendwie in einem weißen Laborkittel daherkommt, sofort sagt, ja, ich glaube alles. Also es gibt so eine gewisse, eigentlich das gute alte Kantsche Selberdenken, das nimmt ja auch, das hat ja auch was Positives. Das Problem ist nur, wenn man dann selber denkt über Dinge, von denen man keine Ahnung hat. Und Expertise, die sich rein nach diesem alten Modell versteht, hat in der Medienwelt der Zukunft keine Chance mehr, ob digital oder offline. Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Die Frage ist eben, wie kann man ein neues Vertrauensverhältnis zwischen Laien und Experten haben? Denn die Laien können per Definition nicht überprüfen, was die Experten sagen. Und ich glaube, dass wir Expertise wieder sehr viel stärker mit Verantwortung zusammendenken müssen. Wer Experte in einem bestimmten Gebiet ist, der hat eine Verantwortung. Und dann ist auch die Frage, wie kann man auch diese Expertise in den öffentlichen Diskurs einbringen? Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Stärke in Deutschland, dass es da relativ viele Formate und Kanäle gibt. Es gibt Veranstaltungen wie hier, es gibt viele Möglichkeiten. Und das ist eine grundsätzlich andere Herangehensweise an das Thema Expertise als so ein reines, ja, Humankapitaldenken. Ich habe meine Expertise, ich verkaufe die im Markt meistbietend. Sondern es ist eigentlich eine Rückkehr zu so einem alten Professionsmodell. Ich habe eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft. Frau Maaßen hat es vorhin ja auch angedeutet. Niemand von uns kann Experte in allen Dingen sein. Jeder von uns muss sich auf Experten in bestimmten Bereichen verlassen. Und die Frage ist eben, was führt dazu, dass dieses sich verlassen nicht verzweifelt ist, sondern auch man guten Grund hat zu der Annahme, dass die Experten mit ihrem Wissen vernünftig umgehen. Und das sind, glaube ich, Themen, die wir gesellschaftlich diskutieren müssen, die mit der Digitalisierung zu tun haben, aber auch unabhängig davon einfach durch die immer weitere Ausdifferenzierung auf uns zukommen. Ganz herzlichen Dank, Frau von Delten direkt. Und dann kommt Herr Buschi und dann Herr Knittel. In mir regt sich tatsächlich gerade großer Protest. Okay. Denn wenn ich so denken würde, wie Sie es gerade beschrieben haben, gäbe es 50 Arbeitsplätze weniger in Deutschland, nämlich die meiner Firma. Denn als ich gegründet habe, war ich definitiv einer der Laien, von denen Sie gesprochen haben, die sich getraut haben, selbst zu denken in Bereichen, wo ich keine Expertise hatte. Ich habe einfach gemacht, ich habe ausprobiert. Wir haben viel, 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 viel falsch gemacht. Wir haben uns sicher auch viel zugemutet, was wir so erstmal gar nicht wussten, ja, wo wir dann mal ausprobiert haben, wo wir Menschen gesucht haben, die uns geholfen haben, die uns unterstützt haben, die es besser wussten. Aber wenn ich mich nicht getraut hätte, obwohl ich es nicht als Experte wusste, Dinge zu tun, würde es diese Firma heute nicht geben. Das habe ich auch gar nicht so gemeint, aber was Sie jetzt machen, dass Sie jetzt in öffentlichen Diskurs gehen und mit Ihren Erfahrungen, Kenntnissen sich da beteiligen, das ist eigentlich genau das, was ich gemeint habe. Aber die habe ich ja nur, weil ich es mir selbst beigebracht habe, weil ich tatsächlich in erster Linie digitale Tools genutzt habe, um selbst zu lernen, um selbst zu recherchieren, um selbst auszuprobieren. Das stimmt, aber ich glaube, in dem Bereich sind Sie auch in einer anderen Situation, als zum Beispiel ein Arzt wäre. Ein Arzt kann nicht auf die gleiche Art und Weise sagen, ich bring mir jetzt mal selber eine Methode bei, wie man Herzkatheter legt. Ich glaube, das würde ich zumindest aus Patientensicht nicht befürworten wollen. Also bestimmt die Hälfte unseres Entwicklerteams hat nie gelernt zu entwickeln. Die haben sich das auch alle selbst beigebracht. Ja, es gibt Bereiche, wo das sinnvoll ist, aber es gibt auch Bereiche, wo man erstmal lernen muss. Und ich glaube, das muss man manchmal vielleicht auch auseinanderdividieren. Aber klar, das will ich nicht bestreiten. Ja. Also was bei mir angekommen ist, ist quasi nur eine Entmutigung von Menschen, die Dinge lernen wollen. Und das halte ich für falsch. Nein, das ist sowas nicht gemeint. Jetzt schüttelte Herr Trinity so den Kopf, dass ich ihn jetzt schon ganz kurz einbeziehen möchte. Wenn Sie so nett sind, in die erste Reihe das Mikrofon weiterzugeben. Also ich wollte eigentlich nur kurz auch sagen, was die Frau Herzog gemeint hat. Das habe ich in keiner Weise so verstanden, wie Sie es jetzt interpretiert haben. Ich glaube, es ging mehr darum, dass die Experten auch eine Verantwortung haben für ihr Tun, was wir eben vorhin auch schon nach dem Vortrag von Frau Maaßen diskutiert hatten. Vielen Dank für das spontane Mikroausleihen. Es geht jetzt aber wieder zu Ihnen zurück. Und Herr Puschis, Sie hatten sich gemeldet, bitte. Na, wenn die Diskussion schon so heftig ist, dann will ich dazu auch noch einen halben Satz loswerden. Wir wissen, warum Sie da sind. Ich finde das, weil Sie mich persönlich genötigt haben. Ja, zum genau. Glück. Das sieht zum man mal, Glück. Wie vorausblickend ich bin. Ich finde das gut, wenn ein Startup das macht, so wie Sie das beschrieben haben. Wenn man die Cybersicherheit in Deutschland so organisieren würde, würde ich das nicht gut finden. Ja,
aber ich will auf die Politik und die Digitalisierung hinaus. Also was würden Sie sich dann wünschen, wenn Sie sagen, also so wollen Sie es nicht, was wäre denn dann erforderlich? Ja, Moment, ich wollte ja nur dazu sagen, es ist nicht notwendig, dass Frau van Delden Unrecht hat, damit Frau Herzog Recht hat und umgekehrt, sondern es ist die Frage, if you tend, wie war das mit dem Hammer und dem Nagel? Und Aber wenn man nur einen Hammer hat, ist jedes Problem ein Nagel. Aber das ganz konkrete Beispiel Cybersicherheit, wäre es nicht viel besser, jeder von uns kennt sich zumindest ansatzweise aus, jeder von uns weiß, was er selbst tun muss, jeder von uns kann sich einbringen, als dass wir quasi einige wenige Experten haben, die es natürlich trotzdem braucht. Klar müssen solche Prozesse gut organisiert sein, gut geplant sein, von Experten geführt sein. Aber nichtsdestotrotz Bitte? Dann brauche ich sie also doch. Ich will sie auch gar nicht sagen, dass es sie nicht braucht. Ich glaube nur, aber ich lassen Sie mich mal wieder auf die Politik kommen, wenn ich darf. Sich damit zu beschäftigen. Aber es geht nicht in allen Bereichen. Mikrofon. Wir haben irgendwie zwei Arten von Wirkungen hier. Und die haben Sie ja auch schon so auseinanderdividiert, auch wenn Sie es nicht so genannt haben. Problemkreis 1, Wirkung der Politik auf die Digitalisierung. Problemkreis 2, Wirkung der Digitalisierung auf die Politik. Das heißt irgendwie, Digitalisierung ist sowohl Bestandteil der Nebenbedingungen von Politik als auch Bestandteil der Zielfunktion. Und wenn ich das mache, glaube ich, als einer, der diese Expertennummer schon sehr heftig vertritt, weil ich mich da auch selber und meine Kollegen in der Pflicht sehe, da was zum Unterricht beizutragen, systematisch entwickelte und an langfristigen realen Wirkungen orientierte Herangehensweise ist das Einzige, was Erfolg bringt. Dieses agile Vorgehen in dem Sinne, never, könnte ich 1000 Beispiele aufzählen. Herr Hamann hat vorhin ein paar sehr toll, mir hat das vorhin, was Sie beide da am Anfang gesagt haben, hat mir richtig aus dem Herzen gesprochen, weil Sie haben mal alles aufgezählt, was die Politik hätte machen können, um diese Expertise aufzubauen, die sie in anderen Bereichen der Finanz und Arbeitsmarkt und so weiter durchaus hat. In der Digitalisierung hat sie es nicht getan, sei es absichtlich oder nicht. Und Frau Herzog hat eine ganz lange Aufgabenliste aufgemacht, die mir auch gut gefallen hat, worüber wir alles mal sprechen müssten, worüber aber so richtig im politischen Raum nicht gesprochen wird. Warum nicht? Ich glaube, weil in der Politik ganz oft die Taktik die Strategie schlägt. Auch einfach aus der Not heraus. Das ist irgendwie auch spieltheoretisch, ist das irgendwie blöd, aber das ist so. Das heißt aber auch, wenn ich eine Stunde in Marketing stecken kann oder eine Stunde in tiefes Verständnis, ist die Stunde in Selbstmarketing meistens besser angelegt. Ich würde das nicht so, Entschuldigung, wie können wir denn, lassen Sie mich einen Satz noch und dann ist eine Frage formuliert. Ich befürchte, das zahlt sich nicht aus, wenn sich jetzt ein Politiker im Bundestag tief in irgendeine Frage der Regulierung einarbeitet und sein Nachbar, der mit ihm um den Wahlkreis konkurriert, macht in der Zeit, dass er auf allen Titelseiten ist, dann wird der Zweite gewinnen und der Erste nicht. Wie müssen wir Anreizsysteme verändern, um langfristige Planung und langfristige gute Politik an diesen tiefen Fragen und an deren langfristigen Wirkungen orientiert zu erreichen? Wie können wir machen, dass Politik dahin geht, zu fragen, was müssen wir, und auch wirklich zu machen, was müssen wir tun, damit das Land in 20, 30 Jahren gut dasteht? Ich glaube tatsächlich, dass, also es ist sehr schön mit diesem Kurz- und Langfristdenken, und es gibt den Moment, in dem das eins ist. Und den erreichen wir in verschiedenen Feldern in meinen Augen. Und das erklärt auch, warum relativ wenig in anderen, also über viele Jahre nachgedacht worden ist. Und zwar in dem Moment, in dem unser industrieller Kern von der digitalen Revolution voll erwischt ist und auch die Perspektive der nächsten 10 Jahre davon abhängt, wie wir damit umgehen. In dem Moment sind langfristiges Denken und kurzfristiges Denken oder das Marketing sind eins und ich gewinne die Wahlkämpfe damit, dass ich langfristig denke. Das ist aber auch der Grund, also dass die Chance besteht zumindest. Und das ist aber auch die Erklärung, eine Erklärung für mich, warum es so schwer war, viele Politiker in den ersten 10 Jahren der Digitalisierung eben genau für dieses Feld zu gewinnen, weil die Branchen, in denen das zuerst stattgefunden hat, hier praktisch keine Rolle spielen. Abgesehen mal von den Medien, und das ist dann wieder eine andere Diskussion, die Konsumelektronik und. Wir haben, es wurde auch viel verschlafen und so weiter und so fort, aber der Beginn war in vielerlei Hinsicht
an einem Ort, der für uns industriepolitisch nicht so relevant war, lange Zeit. Und das erklärt für mich zum Teil dieses Nichtbeschäftigen mit. Und das gilt auch für den wissenschaftlichen Diskurs, weil eben, warum kommen diese ganzen Bücher aus Amerika? Weil da die Leute direkt an den Phänomenen sitzen und diese Innovationsprozesse und die Konsequenzen direkt mitbekommen. Also würden wir, insofern glaube ich, dass in dem Moment, in dem das in unserer Industrierealität Realität wird, beginnt A, das politische Denken, Nachdenken darüber und B, aber auch wird sich die Wissenschaft damit anders auseinandersetzen und sichtbarer werden. Mhm. Vielen Dank. Jetzt haben wir nur noch Zeit für Handel. Ich schaue auf die Uhr. Herr Hamann muss nachher leider ein bisschen früher weg und gebe jetzt aber die Frage an Herrn Kittel und dann versuchen wir Herrn Mayer noch unterzubringen und dann müssen wir aber gucken, dass uns der Herr Hamann zum Taxi kommt, weil... Entschuldige mich wirklich sehr, aber Lufthansa hat meinen Flug gestrichen und die einzige Methode, heute noch nach Hamburg zurückzukommen, ist ein Zug. Da haben Sie unser größtes Verständnis. Herr Kittel, bitte. Ich wollte noch mal zurück auf diese Expertendiskussion, die Sie vorher hatten. Die eigentliche Frage ist so an Frau Delden, wie sehen Sie das mit dem Agilen, die Frage, die ich vorhin schon an Frau Professor Maaßen gestellt habe, in der Politik beim Gesetze machen oder wie würde man einen Fork in der Politik probieren? Aber um darauf hinzuleiten, Sie hatten, Frau Professor Herzog, ja vorher gesagt, Sie glauben nicht oder Sie haben irgendwie gesagt, dass man, wenn ein Experte etwas sagt, dass man es nachvollziehen kann, also oder dass es eben nicht nachvollziehbar ist. Und darauf quasi ist mein Gedanke, auch auf die Diskussion mit Ihnen jetzt hin, dass ich ja schon will, was Frau von Delden gesagt hat, dass man selber schon grundsätzlich weiß, worum es geht. Und wenn ein selbsternannter Experte, ja, also ich bin jetzt der mit dem Kittel, der sagt, ich bin Experte in IT-Sicherheit, Sie haben mir zu glauben, aber man sollte dann doch schon die Erwartung dran stellen, dass diese Aussage irgendwie begründbar ist, irgendwie, ja, klassisches Medienkompetenzproblem durch Quellen, durch Statistiken, durch irgendwas, was nicht zusammengefriemelt ist und wie man das irgendwie in Einklang bringen soll. Also ich bin schon der Meinung, dass es Experten geben muss, aber die müssen das schon so vermitteln, dass es eben nachvollziehbar ist. Also deswegen auch wieder die Nachvollziehbarkeit, die Evaluierbarkeit, wie man mal Sachen ausprobieren kann. Und noch ein kurzer Side-Note, also ich behaupte, bin ein Experte auf dem Gebiet der IT-Sicherheit, aber wenn quasi Ärzte so mit Menschen umgehen, wie ich mit Computern, dann möchte ich auf keinen Fall jemals in ein Krankenhaus müssen. Darüber denken wir jetzt noch länger nach. Jetzt ist meine Frage, ob jemand von Ihnen aus dem Publikum noch eine Frage speziell an Herrn Hamann hat. Gut, prima, dann passt es doch und dann nehmen wir Ihre Frage noch und dann würde ich Sie bitten, dass wir erst Herrn Hamann antworten lassen und dann haben wir noch, sind wir nicht so unter Zeitdruck. Herr Hamann, Sie haben mal differenziert, warum wir uns noch mit dem Digitalen nicht so auseinandergesetzt haben, weil es kein Problem eigentlich für uns war. Was ist nachher dann aus Ihrer Sicht der Grund, dass das langfristige Denken in den politischen Parteien abhanden gekommen ist und nicht mehr ein Grundsatzprogramm ausformuliert wird oder nur noch eine Fußnote erfährt? Denn sonst wäre ja das digitale Problem heute viel stärker in den langfristigen Programmen der Parteien verankert. Es wird ja verschwiegen, da ist nichts drin. Was können Sie als Journalist dazu beitragen, dass das hochgeholt wird? Also die Frage nach dem Agenda-Setting durch die Medien, sehr guter Punkt. Herr Hamann, wenn Sie doch mal loslegen, bitte. Ja, meine eigene Erwartung an meinen eigenen Einfluss auf das, was in Berlin passiert, ist begrenzt. Aber das ändert nichts daran, dass dieses Agenda-Setting ja ähnlich differenziert passiert oder geschieht wie die Kommunikation insgesamt. Also ich sorge ja für Verbreitung von Ideen und damit hoffe ich, dass ich sag mal, in der Nahrungskette der Verbreiter von Ideen irgendwie da auch meine Rolle habe, auch weiterhin. Ich bin mir nicht sicher, dass in Sachen Technologiepolitik Parteien in der Regel große Schwerpunkte setzen und gut sind. Also wenn ich mal ich versuche mich mal zu erinnern, also die Atompolitik war mal so ein ganz, ganz großes industriepolitisches, wissenschafts- und industriepolitisches Ding. Airbus, ja. Aber in den Parteiprogrammen fand also allenfalls das Atom statt und dann natürlich das Auto und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine... Also ich bin mir nicht sicher, ob die Erwartung eine richtige ist. Systeminhärente Schwäche.
Ja, das müssen andere leisten. Die Politik ist nicht für Innovation da, sondern Unternehmen sind für Innovation da. Ich meine, der Punkt, den vorher ja die Frau Herzog gemacht hat, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Und klar, Politik muss die Rahmenbedingungen setzen, aber sie muss auch nicht in Auftrag geben, welchen Hauptantrieb Automobile haben sollen. Also das ist nicht die Aufgabe von Politik. Nur vielleicht darf ich noch einmal nur ergänzen. Die Politik kommt natürlich bei diesen industriepolitischen Prozessen über die Jahre irgendwann natürlich ins Spiel oder sollte sie, aber nicht in der ersten Phase unbedingt. Also sie kann, also wenn sie E-Mobilität fördert, da vorangegangen sind ja Jahre der Entwicklung und der Forschung. Da hat sie dann auch Einfluss genommen, indem sie Lehrstühle erlaubt hat und so weiter oder finanziert hat und so. Also das geschieht schon. Nur diese Vorstellung, dass dann irgendwie ein Gesamtkonzept über 20 Jahre entsteht, da würde ich sagen, das ist schwierig. Mhm. Natürlich. Ja, ich vergesse nur eins. Es gab durchaus. Nehmen Sie das Mikrofon noch dazu, ist doch einfacher, Herr Krüger, danke. Bitte lassen Sie nur kurz eine Einmerkung hierzu. Mhm. Es gab vor 6 Jahren die Bestrebung, das Urheberrecht zu reformieren in Bezug auf die Digitalisierung. Es gab Ansätze, zum Beispiel Liquid Feedback, hier ist die Frau Professor Herzog angesprochen, einzusetzen, um Mitbestimmungsmethoden weiterzuentwickeln. Es gab durchaus noch mehr Ansätze im politischen Raum, Wirkmächtigkeit, zum Beispiel was die Wissensgesellschaft betrifft, also Politik oder Politiken, Policies umzusetzen. Das alles hat keine Entfaltungsmöglichkeit gefunden, weil die politische Rückkopplung von Seiten der Wähler nicht da war. Insofern ist das entweder aufgesogen worden, es ist aber im Prinzip vernachlässigt worden. Also es gab durchaus schon im Vorfeld Bestrebungen, aber jetzt hechelt man, das ist meine Wahrnehmung, hinterher den Entwicklungen, die getrieben sind durch die technologische Entwicklung. Vielleicht könnten Sie das in Ihrer Denkweise auch einbetten. Mögen Sie noch was dazu sagen, Herr Hammann? Das hat sicherlich auch was, also würde ich nicht widersprechen. Vielleicht hat das was mit einem Generationenwechsel zu tun, weswegen wir jetzt den Eindruck haben, da sind Leute, die haben das besser verstanden, die halt jetzt so Ende 40 um die bis 50 sind, die das schon 20 Jahre miterleben. Und eben über die Jahre, über die wir jetzt sprechen, also vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, eben noch eine Generation von Politikern, eben das Sagen hatte, die waren 30 im Jahr 1980. Und da wir wissen, dass wir uns mit allen technischen Entwicklungen, die nach unserem 30. Geburtstag stattfinden, immer ein bisschen schwer tun, ist es halt gut, dass dieser Generationswechsel stattgefunden hat. Auch das lässt hoffen. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Jetzt machen wir, ich habe die Frage von Herrn Kittel natürlich nicht vergessen und ich habe nicht vergessen, dass Herr Krüger noch das Liquid Feedback angesprochen hat. Aber jetzt müssen wir uns erst anständig von Herrn Hammann verabschieden, dass der in Ruhe und ohne Hektik zu seinem Zug kommt. Ganz herzlichen Dank, Herr Hammann. Und in Zukunft sollte doch vielleicht einfach deutsche Fluggesellschaften ein bisschen mehr unsere Tagungsplanung berücksichtigen. Eine gute Heimreise, aber wir machen weiter. Wir haben noch ein paar Minuten und ich möchte Sie zunächst mal bitten, die Frage an Sie beide gerichtet, die Frage vom Herrn Kittel noch zu beantworten oder den Hinweis. Die kann ich beide nehmen. Okay, mhm, wunderbar. Genau. Ich habe ganz bestimmt keine definitive Antwort. Ich glaube, der Kern der Frage war, schaffen wir es, agile Prinzipien auch in politischen Entscheidungsprozessen zu implementieren? Ich glaube, was bei mir gerade mitschwingt, ist, dass wir hier im Raum, und da schließe ich mich mit ein, unter Menschen diskutieren, die gewöhnt sind, Recht zu haben. Wir sind gewöhnt, als Experten in unserem Gebiet auch irgendwo wahrgenommen zu werden und es irgendwo vielleicht auch besser zu wissen. Ja? Und das natürlich im Rahmen dieser Diskussion. Also Sie wollen sagen, dass Sie lauter Besserwisser sind? Ja. Und das im Rahmen, genau, das im Rahmen einer, sagen wir, Diskussion unter Menschen wie uns dann auch natürlich ein gewisses Empowerment durch Digitalisierung von Menschen, die es normalerweise eben nicht als besserwissend wahrgenommen werden, als Bedrohung wahrgenommen wird. Das ist das, was ich so zwischen den Zeilen lese. Ja, aber da möchte auf einmal jemand mitreden, was doch eigentlich mein Expertentum ist. Ja. Genau das habe ich nicht gemeint. Genau, ich wollte das als Hintergrund Ihrer Frage sozusagen nochmal als meine Wahrnehmung, also ich will Sie bestätigen, dass das meine Wahrnehmung ist. Und das ist natürlich, wenn jemand sich informieren kann, wenn jemand mitreden kann über digitale Tools, dann kann das
grundsätzlich auch erstmal anstrengend sein, weil ich muss ja zuhören, ich muss erklären, ich muss mitreden lassen. Ja. Und Sie haben vorhin auch von digitaler Geschwätzigkeit geredet. Ja, das ist auch so ein Begriff, wo sich in mir ehrlich gesagt viel wehrt, weil ich glaube, klar, es wird viel geredet, es wird im Zweifel auch viel mit Semi-Wissen geredet, aber es wird geredet und Kommunikation ist doch wirklich das Allerwichtigste, damit wir uns als Gesellschaft auch weiterentwickeln können. Aber nicht jede Form der Kommunikation, wenn die Kommunikation in Hasstiraden und in Rassismus und in Antisemitismus abgleitet, und das tut sie in vielen Teilen, nicht nur unserer Republik, dann ist Kommunikation nicht per se gut. Aber das war es hier nicht. Ja, aber ich meine nur, so habe ich es gemeint. Also ich möchte es einfach nur nochmal, also ich halte tatsächlich digitale Geschwätzigkeit für ein großes Problem. Aber ich habe es darauf bezogen. Also was meine Hauptaussage sein möchte, ist, dass ich glaube, dass wir eben durch digitale Tools ganz andere Möglichkeit haben, uns weiterzuentwickeln, zu lernen und uns Fachwissen anzueignen in Gebieten, wo wir sicher keine Experten werden. Aber bleiben wir beim Medizinerbeispiel. Ich kann vielleicht selbst gesünder bleiben, je mehr ich über meinen Körper weiß. Ich kann besser Erste Hilfe leisten, je mehr medizinisches Fachwissen ich habe. Ich werde sicher keine Herz-OP durchführen, aber ich werde zum Wohle der Gesellschaft und zum Wohle meiner eigenen Person auch dem Arzt helfen können, je mehr ich weiß. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass Digitalisierung heißt, unsere Gesellschaft, alle Menschen werden mündiger, wir können mehr mitreden, das wird anstrengender, weil wir müssen zuhören, wir müssen erklären, wir müssen mitreden lassen. Das halte ich aber für einen unglaublich wichtigen Prozess, und da kommen wir zurück zu Ihrem Thema, den wir natürlich aufmerksam, den wir mitgestalten müssen, damit er eben nicht abrutscht. Mhm. Ja, wir kennen auch da das Thema, das Beispiel der künstlichen Intelligenz, die gelernt hat anhand von tatsächlicher menschlicher Kommunikation, und auf einmal wurde dieser Algorithmus unglaublich rassistisch. Ja. Das sind Dinge, die liegen in unserer Hand, wie wir da eben mit umgehen, wie wir da mitreden und mitgestalten. Aber einfach nur zu sagen, Menschen sollten das nicht tun, nur weil sie es jetzt können, halte ich für falsch. Und das ultimativ für die politische Entscheidungsfindung eben auch, ist das ein Wandel, der meiner Meinung nach stattfinden muss, zum Zuhören, mitreden lassen und aber gleichzeitig auch Expertenmeinung natürlich klar kommunizieren, damit das richtige Wissen auch ankommt. Ja, und in dem Kontext kann ich Ihnen, wer sich interessiert, gerne nochmal schicken. Wurde gerade ein Interview veröffentlicht über unsere Arbeitskultur mit der Headline: Bei uns hat noch nie jemand behauptet zu wissen, wie es geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Emotion, aus der ich gerade spreche, aus dieser Arbeitskultur, mit der wir selbst arbeiten. Mhm. Ja. Ganz herzlichen Dank für die Erläuterungen und auch für Ihren Hinweis, dieses mündiger Werden, was ja wiederum aber auch bedeutet, dass das ja ein unheimliches Resonanzbecken dann ist. Da sind ja dann unheimlich viele Stimmen. Und wie geht man und wie geht auch die Politik, diejenigen, die dann doch ja nicht nur zuhören, sondern auch umsetzen müssen, wie geht man mit dieser Vielstimmigkeit um? Das ist ein bisschen unfair, weil ich muss ja noch auf so viele andere. Sie sind ja Philosophin, Sie können das. Ja. Also ich möchte eine ganz kurze Sache voranschieben, weil ich es hier immer als die Marktverteidigerin betrachtet wurde. Ich finde, wir sollten die Marktwirtschaft pflegen, aber ich finde, wir müssten sie doch stärker sozial einbetten. Heute Vormittag vieles Stichwort mehr Geld für öffentliche Schulen, es wäre verdammt wichtig, auch aus Gerechtigkeitsgründen. Aber das nur kurz vorweg und jetzt hier kein Widerspruch, bitte, jetzt gerade ich, danke. Jetzt sind wir die Experten, genau, Sie haben nichts mehr zu sagen. Experten, Sie haben schon ganz viel von dem gesagt, was ich auch sagen wollen würde zur Expertenkultur. Ich möchte es aber noch um einen Schritt verkomplizieren. Es gibt ja inzwischen sehr viele Bemühungen, Nachvollziehbarkeit zu schaffen, irgendwie Laien zu erklären, wie funktioniert Wissenschaft, wie funktioniert X. In Deutschland sind wir da auch in der glücklichen Situation, dass die Medienlandschaft da relativ viel auch schon macht und man kann sicher noch mehr tun. Aber wenn ich mich auf einen Experten irgendwo verlasse, dann verlasse ich mich ja im Zweifelsfall auf ein ganzes Netzwerk von Institutionen. Die Reputation der Universität, wo der seinen Abschluss gemacht hat. Die Tatsache, dass andere Leute dem auch vertrauen. Also es ist nie, man darf das nicht so individualistisch denken, hier ist der Experte, hier bin ich, sondern es ist eingebettet. Und das Problem, das wir gerade im angelsächsischen Raum sehen, ist, dass all diese Mechanismen, die sozusagen mir sagen, wer denn der Experte ist, von bestimmten Interessensgruppen sehr systematisch angegriffen werden. Also zum Beispiel die sogenannte Tobacco Strategy wurde das genannt. Was die Tabakindustrie halt gemacht hat, war, wenn 90% der Experten gemeint haben, Rauchen ist schädlich, dann haben sie die anderen gesponsert und in der Öffentlichkeit verbreitet, es gibt noch keine Konsensregulierung, ist illegitim. Das heißt, es gibt, und das gibt es an vielen anderen Stellen auch,
man muss nicht nur erklären, was ist Expertise, was ist nachvollziehbar, sondern diese ganzen Zwischenschritte, die müssen auch viel stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Führt weiter in gewisser Weise zur Frage nach Ludwig Feedback, Mitbestimmung, all diesen Themen. Ich weiß es nicht ganz genau, wie Sie es gemeint haben, ob Sie gemeint haben, hauptsächlich in der Politik oder auch generell in verschiedenen gesellschaftlichen Stellen. Vielleicht war vor 10 Jahren die Zeit für manche dieser Ansätze auch noch nicht so ganz reif, weil noch sehr stark ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber er fasst kurz neoliberale Denkmodell vorgeherrscht hat, dass Märkte immer irgendwie besser sind. Und inzwischen sind wir, glaube ich, so weit, dass klar ist, wir brauchen andere Steuerungsmechanismen und wir brauchen andere Feedbackmechanismen, wir brauchen andere Formen des Dialogs, des Austauschs, was mich letztlich auch zu Vielstimmigkeit führt. Ich würde dem generellen Impuls ganz stark Recht geben zu sagen, es ist erstmal eine tolle Sache, wenn Leute sich interessieren, wenn Leute mitreden wollen. Schwierig wird es halt, wenn sie dann irgendwann glauben, sie wüssten mehr, obwohl sie keinerlei Voraussetzungen dafür haben, wirklich fundiert das zu recherchiert zu haben, was vielleicht an Wissen schon da ist, oder wenn sie irgendwie noch von Interessensgruppen gesponsert sind oder so. Und ich glaube, wir gehen mit Vielstimmigkeit eigentlich an sehr vielen Stellen sowieso schon um, und die Digitalisierung macht halt manches sichtbarer, was vorher offline stattgefunden hat, und dann konnte man das nicht später nachvollziehen. Die Frage ist, wie können wir die Vielstimmigkeit jeweils so kanalisieren, dass wir die Perspektivenvielfalt beibehalten, die ja oft unglaublich wertvoll ist, und trotzdem dann zu Entscheidungsmechanismen kommen, dass die Vielstimmigkeit nicht das letzte Wort ist, sondern als Input wichtig ist und danach auch wieder als Feedback, aber wir brauchen trotzdem Mechanismen, wie das auch wieder gebündelt werden kann. Und das ist eine der Herausforderungen, kann man sagen, aber auch eine ganz riesige Chance, dass wir das neu ausprobieren können und dazu neue Dinge lernen können. Können Sie da einen Vorschlag machen? Konkret? 10 Menschen, die haben eine Vielstimmigkeit. Ja. Wie kommt man an das Ende? Also Sie kennen vielleicht das Konzept der Mini-Publics, das wurde von James Fishkin entwickelt. Das waren nicht 10 Leute, das waren im Zweifelsfall sogar noch mehr Leute. Und was man da oft gemacht hat, das ist, dass man versucht hat, repräsentativ unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft zu finden, mit Losverfahren oder so. Man setzt die Leute in den Raum, sie kriegen fundierte Informationen zu dem Thema, die muss natürlich irgendwie unabhängig bereitgestellt werden. Und dann wird diskutiert. Und zwar im Zweifelsfall mit Moderation, um zu verhindern, dass es irgendwie in Schreitiraden abgleitet. Und das wird im Moment alles noch sehr beforscht, was da Erfolgs- und Misserfolgsmechanismen sind. Aber oft ist es so, dass wirklich sehr konstruktiver Austausch entsteht und am Ende wird oft ganz klassisch abgestimmt dann. Also am Ende kommt dann doch eine Mehrheitsentscheidung, die aber eine andere ist, weil die Einzelnen nicht einfach aus dem Bauch raus sagen, ja, das klingt irgendwie gut, sondern weil sie sich gründlicher damit auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, solche Mini-Publics könnten an den unterschiedlichsten Stellen in der Gesellschaft konstruktiv eingesetzt werden. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt, das wir starten, was die in der Arbeitswelt auch erreichen könnten. Wir müssen, glaube ich, noch besser verstehen lernen, was da wie gemacht werden kann. Aber da gibt es Wege, voranzugehen und aus Misserfolgen auch zu lernen dann. Ganz herzlichen Dank auch nochmal für dieses Beispiel, für die Konkretisierung. Und im Grunde haben Sie jetzt, Sie beide ja eigentlich auch so viele Themen angesprochen, wo ich natürlich auch immer denke, all das sollte man natürlich noch weiter aufgreifen, das sollte man weiterverfolgen, das sollten wir weiterverfolgen. Das muss man natürlich auch jeweils immer konkretisieren. Keine Sorge, heute machen wir es nicht mehr. Ich bedanke mich zunächst mal bei Ihnen beiden ganz herzlich, bei Frau van Delden und bei Frau Herzog, für eine meines Erachtens sehr lebendige und auch inhaltsreiche Diskussion. Herrn Hammann bedanke ich mich jetzt schon unterwegs. Also ganz herzlichen Dank zunächst an Sie beide. Und dann darf ich schlicht und ergreifend jetzt Sie aus der Tagung verabschieden, aber nicht ohne nochmal den Protagonisten zu bedanken. Das sind erstens natürlich all diejenigen, die an dieser Tagung als Teilnehmerinnen und als Teilnehmer teilgenommen haben, wie immer mit
sehr viel Sachverstand. Wir freuen uns, und das ist eben auch eine Besonderheit, und das ist uns wichtig hier in dieser Akademie, dass wir sagen, wir haben ganz vorzügliche Leute auf dem Podium und am Referententisch und am Pult stehen, und wir haben ganz vorragende Leute, die im Publikum sitzen, und das ist das Wunderbare hier, und ich bin froh und freue mich, dass Sie das mit uns gemeinsam pflegen und dass wir das dann immer wieder in unterschiedlichen Formen pflegen können. Dazu tragen natürlich jeweils unsere Kooperationspartner bei, ganz besonders auch hier wieder bei dieser Tagung. Ich bedanke mich bei allen Protagonisten, jetzt hier bei Herrn Glock und bei Herrn Trinitis von der Gesellschaft für Informatik. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Müller von der Initiative D21 für eine wiederum vorzügliche Kooperation. Also ich neige dazu, vorzuschlagen, dass wir uns beim jetzt anschließenden Café im Foyer doch schon mal überlegen, wie wir denn nächstes Jahr weitermachen. Also es ist jetzt ein ganz unverbindlicher Vorschlag meinerseits. Ich würde mich freuen, wenn die drei Kollegen das gemeinsam mit Herrn Dr. Kellermann mit mir zusammen betreiben. Und ich würde mich freuen, wenn das Publikum sagt, ja, da haben Sie recht, das sollte man weiter betreiben. Vielen Dank. Und ich bedanke mich ganz herzlich für den Mitwirkenden hier, den vor allem Mitvorbereitenden und allein Vorbereitenden und allein Durchführenden, Herrn Dr. Kellermann, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung und die maßgebliche Arbeit daran. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Umsicht und für die Umsicht unserer Tagungsassistenz. Vielen Dank, Frau Düring, ganz herzlichen Dank. Ihnen jetzt noch eine gute Abschlussrunde oben beim Café, eine gute Heimfahrt. Genießen Sie vielleicht noch ein bisschen den Starnberger See, der Gott sei Dank sich in deutlich freundlicherem Lichte und Wetter darstellt, als es der Wetterbericht uns ursprünglich verkündet hat. Auch dafür ist man ja immer wieder dankbar. Wir sehen uns hoffentlich.